chaîne youtube nouveau langage je veux juste dormir ich will nur schlafen ich will nur schlafen mon vin est excellent mein wein ist ausgezeichnet mein wein ist ausgezeichnet vous devriez m'aider Sie sollen mir helfen. Sie sollen mir helfen. Man doit être vigilant. Man muss wachsam sein. Man muss wachsam sein. Mon jardin. Ich habe meinen Garten umgegraben. Ich habe meinen Garten umgegraben demain sera trop tard morgen ist zu spät morgen ist zu spät la main a cinq doigts die hand hat fünf finger die hand hat fünf finger peux-tu me le prêter kannst du es mir leihen kannst du es mir leihen moi je. ich ich moi et toi ich und du ich und du Nous deux wir beide wir beide lui er er Lui et elle. Er und sie. Er und sie. E sie beide. Sie beide. L'homme. Der Mann. Der Mann. La femme. Die Frau. Die Frau L'enfant Das Kind Das Kind Eine Familie Eine Familie Eine Familie Ma Familie Meine Familie Meine Familie Ma famille est ici. Meine Familie ist hier. Meine Familie ist hier. Je suis ici. Ich bin hier. Ich bin hier. Tu es ici. Du bist hier. Du bist hier. Il est ici et elle est ici. Er ist hier und sie ist hier. Er ist hier und sie ist hier. Nous sommes ici. Wir sind hier. Wir sind hier. Vous êtes ici. Ihr seid hier. Ihr seid hier. Ils sont tous ici. Sie sind alle hier. Sie sind alle hier. Le grand-père. Der Großvater. Der Großvater. La grand-mère. Die Großmutter. Die Großmutter. Le père. Der Vater. Der Vater.

Wir sind eine Familie. Wir sind eine Familie. La famille n'est pas petite. Die Familie ist nicht klein. Die Familie ist nicht klein. La famille est grande. Die Familie ist groß. Die Familie ist groß. Salut. Hallo. Hallo. Bonjour. Guten Tag. Guten Tag. Comment ça va? Wie geht's? Wie geht's? Venez-vous d'Europe? Kommen Sie aus Europa? Kommen Sie aus Europa? Venez-vous d'Amérique? Kommen Sie aus Amerika? Kommen Sie aus Amerika? Venez-vous d'Asie? Kommen Sie aus Asien? Kommen Sie aus Asien? Dans quel hôtel séjournez-vous? In welchem Hotel wohnen Sie? In welchem Hotel wohnen Sie? Depuis quand êtes-vous ici? Wie lange sind Sie schon hier? Wie lange sind Sie schon hier? Jusqu'à quand restez-vous? Wie lange bleiben Sie? Wie lange bleiben Sie? Est-ce que vous vous plaisez ici? Gefällt es Ihnen hier? Gefällt es Ihnen hier? Êtes-vous en vacances ici? Machen Sie hier Urlaub? Machen Sie hier Urlaub? N'hésitez pas à venir me voir. Besuchen Sie mich mal. Besuchen Sie mich mal. Voici mon adresse. Hier ist meine adresse. Hier ist meine adresse. Pourrions-nous nous voir demain? Sehen wir uns morgen? Sehen wir uns morgen? Je suis désolé, mais j'ai déjà quelque chose de prévu. Tut mir leid, ich habe schon etwas vor. Tut mir leid, ich habe schon etwas vor. Salut. Tschüss. Tschüss. Au revoir. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. A bientôt. Bis bald. Bis bald. Où wo sind wir wo sind wir nous sommes l'école wir sind in der schule wir sind in der schule nous avons cours wir haben unterricht wir haben unterricht Das sont les élèves das sind die Schüler. Das sind die Schüler. C'est l'Institutrice. Das ist die Lehrerin. Das ist die Lehrerin. C'est la Classe. Das ist die Klasse. Das ist die Klasse. Que faisons-nous? Was machen wir? Was machen wir? Nous apprenons. Wir lernen. Wir lernen. Nous apprenons une langue. Wir lernen eine Sprache. Wir lernen eine Sprache. J'apprends l'anglais. Ich lerne Englisch. Ich lerne Englisch. Tu apprends du lernst Spanisch. Du lernst Spanisch. Il apprend l'allemand. Er lernt Deutsch. Er lernt Deutsch. Nous apprenons le français. Wir lernen Französisch. Wir lernen Französisch. Vous apprenez l'italien. Irland Italienisch. Irland Italienisch. Ils apprennent le russe. Sie lernen russisch. Sie lernen russisch. Apprendre des langues est intéressant. Sprachen lernen ist interessant. Sprachen lernen ist interessant. Nous les gens. Wir wollen Menschen verstehen. Wir wollen Menschen verstehen. Nous parler avec les gens. Wir wollen mit Menschen sprechen. Wir wollen mit Menschen sprechen. Jean est de Londres. Jean est aus London. Jean est aus London. Londres est située en Grande-Bretagne. London liegt in Großbritannien. London liegt in Großbritannien. Il parle anglais. Es spricht Englisch. Es spricht Englisch. Marie est de Madrid. Maria est aus Madrid Maria ist aus Madrid est située en Espagne. Madrid est située en Espagne. Madrid est située en Espagne. Madrid liegt in Spanien. Madrid liegt in Spanien. elle Madrid Sie spricht Spanisch. Pierre et Marthe sont de Berlin. Peter und Marse sind aus Berlin. Peter und Marse sind aus Berlin. Berlin ist situé en Allemagne. Berlin liegt in Deutschland. Berlin liegt in Deutschland. Parlez-vous tous les deux allemands? Sprecht ihr beide Deutsch? Sprecht ihr beide Deutsch? Londres une capitale. London ist eine Hauptstadt. London ist eine Hauptstadt. Madrid et Berlin sont aussi des capitales. Madrid und Berlin sind auch Hauptstädte. Madrid und Berlin sind auch Hauptstädte. Les capitales sont grandes et bruyantes. Die Hauptstädte sind groß und laut. Die Hauptstädte sind groß und laut. La France est située en Europe. Frankreich liegt in Europa. Frankreich liegt in Europa. L'Égypte est située en Afrique. Égypte est située en Afrique. Le Japon est situé en Asie. Le Japon est situé en Asie. Le Canada est situé en Amérique du Nord. Kanada liegt in Nordamerika. Kanada liegt in Nordamerika. Panama est situé en Amérique centrale. Panama liegt in Mittelamerika. Panama liegt in Mittelamerika. Le Brésil est situé en Amérique du Sud. Brasilien liegt in Südamerika. Brasilien liegt in Südamerika. Joli. Ich lese. Ich lese. Je lis une lettre. Ich lese einen Buchstaben. Ich lese einen Buchstaben. Je lis un mot. Ich lese ein Wort. Ich lese ein Wort. Je lis une phrase. Ich lese einen Satz. Ich lese einen Satz. Je lis une lettre. Ich lese einen Brief. Ich lese einen Brief. Je lis un livre. Ich lese ein Buch. Ich lese ein Buch. Joli. Ich lese. Ich lese. Tu lis. Du liest. Du liest. Il lit. Er liest. Er liest. J'écris. Ich schreibe. Ich schreibe. J'écris une lettre. Ich schreibe einen Buchstaben. Ich schreibe einen Buchstaben. J'écris un mot. Ich schreibe ein Wort. Ich schreibe ein Wort. J'écris une phrase. Ich schreibe einen Satz. Ich schreibe einen Satz. J'écris une lettre. Ich schreibe einen Brief. Ich schreibe einen Brief. J'écris un livre. Ich schreibe ein Buch. Ich schreibe ein Buch. J'écris. Ich schreibe. Ich schreibe. Tu écris. Du schreibst. Du schreibst. Il écrit. Er schreibt. Er schreibt. Je compte. Ich zähle. Ich zähle. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Je compte jusqu'à trois. Ich zähle bis drei. Ich zähle bis drei. Je compte de nouveau. Ich zähle weiter. Ich zähle weiter. 4 5 6 4 5 6 4 5 6 7 8 9 7 8 9 7 8 9 Je compte ich zähle. Ich zähle. Du, du zählst. Du zählst. Il compte. Er, zählt. er zählt. Ein. Le premier. Der erste. Eins. Erste. deux le deuxième deux zwei, der zweite zwei der zweite trois le troisième drei der dritte drei der dritte Quatre, le quatrième Vier der vierte. Vier der vierte cinq Fünf der fünfte. Fünf. Der fünfte. 6, le sixième. 6, der sechste. Sechs. Der sechste. Septième. Sieben. Der siebte. 7, der siebte. 8, le huitième. Acht. Der achte. Acht. Der achte. 9, le neuvième. 9, der neunte. 9. Der Neunte. Veuillez m'excuser. Entschuldigen Sie. Entschuldigen Sie. Quelle heure est-il, s'il vous plaît? Wie viel Uhr ist es, bitte? Wie viel Uhr ist es, bitte? Merci beaucoup. Danke vielmals. Danke vielmals. Il est une Heure. Es ist ein Uhr. Es ist ein Uhr. Il est deux Heures. Es ist zwei Uhr. Es ist zwei Uhr. Il est trois Heures. Es ist drei Uhr. Es ist drei Uhr. Il est 4 heures. Es ist 4 Uhr. Es ist 4 Il est 5 heures. Es ist 5 Uhr. Es ist 5 Uhr. Il est 6 heures. Es ist 6 Uhr. Uhr. Il est 7 heures. Es ist 7 Uhr. Es ist 7 Uhr. Il est 8 Uhr. Es ist 8 Uhr. Es ist 8 Uhr. Il est 9 Uhr. Es ist 9 Uhr. Es ist 9 Uhr. 10 Uhr. Es ist 10 Uhr. Es ist zehn Uhr. Il est onze heures. Es ist elf Uhr. Es ist elf Uhr. Il est douze heures. Es ist zwölf Uhr. Es ist zwölf Uhr. Une minute à soixante secondes. Eine Minute hat sechzig Sekunden. Eine Minute hat 60 Sekunden. 1 60 minute. Eine Stunde hat 60 Minuten. Eine Stunde hat 60 Minuten. jour Ein Tag hat 24 Stunden. Ein Tag hat 24 Stunden. Le lundi Der Montag. Der Montag. Le mardi. Der Dienstag. Der Dienstag. Le mercredi. Der Mittwoch. Der Mittwoch. Le jeudi. Der Donnerstag. De Le vendredi Der Freitag Der Freitag Le samedi Der Samstag Der Samstag Le dimanche Der Sonntag Der Sonntag la semaine die woche die woche du lundi au dimanche von montag bis sonntag von montag bis sonntag le premier jour est le lundi der erste tag ist montag der erste tag ist montag le deuxième jour est le mardi. Der zweite Tag ist Dienstag. Der zweite Tag ist Dienstag. Le troisième jour est le mercredi. Der dritte Tag ist Mittwoch. Der dritte Tag ist Mittwoch. Le quatrième jour est le jeudi. Der vierte Tag ist Donnerstag. Der vierte Tag ist Donnerstag. Le cinquième jour est le Vendredi. Der fünfte Tag ist Freitag. Der fünfte Tag ist Freitag. Le sixième jour est le Samedi. Der sechste Tag ist Samstag. Der sechste Tag ist samstag. Le septième jour et le dimanche. Der siebte tag ist Sonntag. Der siebte Tag ist Sonntag. La semaine à sept jours. Die Woche hat sieben Tage. Die Woche hat sieben Tage. Nous ne travaillons que cinq jours. Wir arbeiten nur fünf Tage. Wir arbeiten nur fünf Tage. Hier, c'était samedi. Gestern war Samstag. Gestern war Samstag. Hier, je suis allé au cinéma. Gestern war ich im Kino. Gestern war ich im Kino. Le film était intéressant. Der Film war interessant. Der Film war interessant. Aujourd'hui, c'est dimanche. Heute ist Sonntag. Heute ist Sonntag. Aujourd'hui, je ne travaille pas. Heute arbeite ich nicht. Heute arbeite ich nicht. Je reste à la maison. Ich bleibe zu Hause. Ich bleibe zu Hause. Demain, c'est lundi. Morgen ist Montag. Morgen ist Montag. Demain, je recommence à travailler. Morgen arbeite ich wieder. Morgen arbeite ich wieder. Je travaille au bureau. Ich arbeite im Büro. Ich arbeite im Büro. Qui est? -ce? Wer ist das? Wer ist das? C'est Pierre. Das ist Peter. Das ist Peter. Pierre ist Student. Peter ist Student. Peter ist Student. Qui Wer ist das? Wer ist das? C'est Das ist Maße. Das ist Maße. Marthe est secrétaire. Marse ist Sekretärin. Maasse ist Sekretärin. Pierre et Marthe sind amis. Peter und Maasse sind Freunde. Peter und Maasse sind Freunde. Pierre l'ami de Marthe. Peter ist der Freund von Maasse. Peter ist der Freund von Marce. Martelami de Pierre. Marce ist die Freundin von Peter. Marce ist die Freundin von Peter. Janvier. Der Januar. Der Januar. Februar. Der Februar. le février, mars, le mars, le mars, avril, le avril, le avril, mai, le mai, le mai, juin. De iuni. De iuni. Ce sont six mois. Das sind sechs monate. Das sind sex monate. Janvier, février, mars. Yanoir, februar, mars. Yanuir, febru, mars. Avril, mai et juin. April, mai et juni. April, mai et juni. Juillet. De juillet. De juli. Août. De august. De august. Septembre. Der September. Der September. Oktober. Der Oktober. Der Oktober. November. Der November. Der November. Dezember. Der Dezember. Der Dezember. Ce sont aussi six mois. Das sind auch sechs Monate. Das sind auch sechs Monate. Juillet, août, septembre. Juli, August, September. Juli, August, September. Octobre, novembre, décembre. Octobre, novembre und Dezember. Octobre, November und Dezember. Je bois du thé. Ich trinke Tee. Ich trinke Tee. Je bois du café. Ich trinke Kaffee. Ich trinke Kaffee. Je bois de l'eau minérale. Ich trinke Mineralwasser. Ich trinke Mineralwasser. Bois-tu du thé au citron? Trinkst du Tee mit Zitrone? Trinkst du Tee mit Zitrone? Bois-tu du café avec du sucre? Trinkst du Kaffee mit Zucker? Trinkst du Kaffee mit Zucker? Veux-tu de l'eau avec des glaçons? Trinkst du Wasser mit Eis? Trinkst du Wasser mit Eis? Il y a une fête ici. Hier ist eine Party. Hier ist eine Party. Les gens boivent du champagne. Die Leute trinken Sekt. Die Leute trinken Les gens boivent du vin et de la bière. Les gens boivent du vin et de la bière. Les gens boivent Bois-tu de l'alcool? Trinkst tu de l'alcool? du, du Bois tu de Bois-tu du whisky? Trinks du whisky? trinkst du whisky? bois tu du coca avec du rhum? trinkst du cola mit rum? du cola mit rum? je n'aime pas le champagne. ich marque pas insekt. ich marque je n'aime pas le vin. Ich mag keinen Wein. Ich mag keinen Wein. Je n'aime pas la bière. Ich mag kein Bier. Ich mag kein Bier. Le bébé aime le lait. Das Baby mag Milch. Das Baby mag Milch. L'enfant aime le cacao et le jus de pomme. Das Kind mag Kakao und Apfelsaft. Das Kind mag Kakao und Apfelsaft. La femme aime le jus d'orange et le jus de pamplemousse. Die Frau mag Orangensaft und Grapefruitsaft. Die Frau mag Orangensaft und Grapefruitsaft. Que fait Marthe? Was macht Maße? Was macht Maße? Elle travaille dans un bureau. Sie arbeitet im Büro. Sie arbeitet im Büro. Elle travaille sur un ordinateur. Sie arbeitet am Computer. Sie arbeitet am Computer. Où est Martha? Wo ist Maße? Wo ist Maße? Au cinéma. Im Kino. Im Kino. Elle regarde un film. Sie schaut sich einen Film an. Sie schaut sich einen Film an. Que fait Pierre? Was macht Peter? Was macht Peter? Il étudie à l'université. Er studiert an der Universität. Er studiert an der Universität. Il étudie les langues. Er studiert Sprachen. Er studiert Sprachen. Où oui, est Pierre? Wo ist Peter? Wo ist Peter? Au café. M Café. M Café. Il boit du café. Er trinkt café. Er trinkt café. Où ils aller? Wohin gehen Sie gern? Wohin gehen Sie gern? Au Concert. Ins Concert. Ins Concert. Ils aiment écouter de la musique. Sie hören gern Musik. Sie hören gern Musik. Où n'aiment-ils pas aller? Wohin gehen Sie nicht gern? Wohin gehen Sie nicht gern? Dans les Discothèques. In die Disco. In die Disco. Ils n'aiment pas danser. Sie tanzen nicht gern. Sie tanzen nicht gern. La neige est blanche. Der Schnee ist weiß. Der Schnee ist weiß. Le soleil est jaune. Die Sonne ist gelb. Die Sonne ist gelb. L'orange est orange. Die Orange ist orange. Die Orange ist orange. La cerise est rouge. Die Kirsche ist rot. Die Kirsche ist rot. Le Ciel est bleu. Der Himmel ist blau. Der Himmel ist blau. L'Herbe est verte. Das Gras ist grün. Das Gras ist grün. La Terre est brune. Die Erde ist braun. Die Erde ist braun. Le nuage est gris. Die Wolke ist grau. Die Wolke ist grau. Les pneus sont noirs. Die Reifen sind schwarz. Die Reifen sind schwarz. Quelle est la couleur de la neige? Blanche. Welche Farbe hat der Schnee? Weiß. Welche Farbe hat der Schnee? Weiß. Quelle est la couleur du Soleil? Jaune. Welche Farbe hat die Sonne? Gelb. Welche Farbe hat die Sonne? Gelb. Quelle est la couleur d'une Orange? Orange. Welche Farbe hat die Orange? Orange. Welche Farbe hat die Orange? Orange. Quelle est la couleur d'une Cerise? Rouge. Welche Farbe hat die Kirsche? Rot. Welche Farbe hat die Kirsche? Rot. Quelle est la couleur du ciel? Bleu. Welche Farbe hat der Himmel? Blau. Welche Farbe hat der Himmel? Blau. Quelle est la couleur de l'herbe? Verte. Welche Farbe hat das Gras? Grün. Welche Farbe hat das Gras? Grün. Quelle est la couleur de la Terre? Brune. Welche Farbe hat die Erde? Braun. Welche Farbe hat die Erde? Braun. Quelle est la couleur du nuage? Gris. Welche Farbe hat die Wolke? Grau. Welche Farbe hat die Wolke? Grau. Quelle est la couleur des pneus? Noir. Welche Farbe haben die Reifen? Schwarz Welche Farbe haben die Reifen? Schwarz J'ai une fraise Ich habe eine Erdbeere Ich habe eine Erdbeere J'ai un kiwi et un melon Ich habe eine Kiwi und eine Melone Ich habe eine Kiwi und eine Melone J'ai une orange et un pamplemousse. Ich habe eine Orange und eine Grapefruit. Ich habe eine Orange und eine Grapefruit. J'ai une pomme et une Manga. Ich habe einen Apfel und eine Mango. Ich habe einen Apfel und eine Mango. J'ai une banane et un ananas. Ich habe eine Banane und eine Ananas. Ich habe eine Banane und eine Ananas. Je fais une Salade de fruits. Ich mache einen Obstsalat. Ich mache einen Obstsalat. Je mange un Toast. Ich esse einen Toast. Ich esse einen Toast. Je mange un toast avec du beurre. Ich esse einen toast mit butter. Ich esse einen toast mit butter. Je mange un toast avec du beurre et de la confiture. Ich esse einen toast mit butter und marmelade. Ich esse einen toast mit butter und marmelade. Je mange un sandwich. Ich esse ein Sandwich. Ich esse ein Sandwich. Je mange un sandwich à la margarine. Ich esse ein Sandwich mit margarine. Ich esse ein Sandwich mit margarine. Je mange un sandwich a la margarine ich esse ein Sandwich mit Margarine und Tomate. Ich esse ein Sandwich mit Margarine und Tomate. Nous avons besoin de pain et de riz. Wir brauchen Brot und Reis. Wir brauchen Brot und Reis. Nous avons besoin de, poisson et de steak. Wir brauchen Fisch und Steaks. Wir brauchen Fisch und Steaks. Nous avons besoin de pizza et de spaghetti Wir brauchen Pizza und Spaghetti. Wir brauchen Pizza und Spaghetti. Avons-nous besoin d'autre chose? Was brauchen wir noch? Was brauchen wir noch? Nous avons besoin de carottes et de tomates pour la soupe. Wir brauchen Karotten und Tomaten für die Suppe. Wir brauchen Karotten und Tomaten für die Suppe. Où est le supermarché? Wo ist ein Supermarkt? Wo ist ein Supermarkt? Voici les saisons. Das sind die Jahreszeiten. Das sind die Jahreszeiten. Le printemps, l'été. Der Frühling, der Sommer. Der Frühling, der Sommer. L'automne et l'hiver. Der Herbst und der Winter. Der Herbst und der Winter. L'été est chaud. Der Sommer ist heiß. Der Sommer ist heiß. En été, le soleil brille. Im Sommer scheint die Sonne. Im Sommer scheint die Sonne. En été, nous aimons nous promener. Im Sommer gehen wir gern spazieren. Im Sommer gehen wir gern spazieren. L'hiver est froid. Der Winter ist kalt. Der Winter ist kalt. En hiver, il neige ou il pleut. Im Winter schneit oder regnet es. Im Winter schneit oder regnet es. En hiver, nous aimons rester à la maison. Im Winter bleiben wir gern zu Hause. Im Winter bleiben wir gern zu Hause. Il fait froid. Es ist kalt. Es ist kalt. Il pleut. Es regnet. Es regnet. Il y a du vent. Es ist windig. Es ist windig. Il fait chaud. Es ist warm. Es ist warm. Es ist sonnig. Es ist sonnig. Es ist heiter. Es ist heiter. Comment est le temps aujourd'hui? Wie ist das Wetter heute? Wie ist das Wetter heute? Il fait froid aujourd'hui. Es ist kalt heute. Es ist kalt heute. Il fait chaud aujourd'hui. Es ist warm heute. Es ist warm heute. Voici notre maison. Hier ist unser Haus. Hier ist unser Haus. Le toit est en haut. Oben ist das Dach. Oben ist das Dach. La cave est en bas. Unten ist der Keller. Unten ist der Keller. Il y a un jardin derrière la maison. Hinter dem Haus ist ein Garten. Hinter dem Haus ist ein Garten. Aucune rue ne passe devant la maison. Vor dem Haus ist keine Straße. Vor dem Haus ist keine Straße. Il y a des arbres à côté de la maison. Neben dem Haus sind Bäume. Neben dem Haus sind Bäume. Voici mon appartement. Hier ist meine Wohnung. Hier ist meine Wohnung. Voici la cuisine et la salle de bain. Hier ist die Küche und das Bad. Hier ist die Küche und das Bad. Voilà la salle de séjour et la chambre à coucher. Dort sind das Wohnzimmer und das Schlafzimmer. Dort sind das Wohnzimmer und das Schlafzimmer. La porte d'entrée est fermée. Die Haustür ist geschlossen. Die Haustür ist geschlossen. Mais les fenêtres sont ouvertes. Aber die Fenster sind offen. Aber die Fenster sind offen. Il fait chaud aujourd'hui. Es ist heiß heute. Es ist heiß heute. Nous allons dans la salle de séjour. Wir gehen in das Wohnzimmer. Wir gehen in das Wohnzimmer. Il y a un sofa et un fauteuil. Dort sind ein Sofa und ein Sessel. Dort sind ein Sofa und ein Sessel. Asseyez-vous. Setzen Sie sich. Setzen Sie sich. Mon ordinateur est là-bas. Dort steht mein Computer. Dort steht mein Computer. Ma chaîne stéréo est là-bas. Dort steht meine Stereoanlage. Dort steht meine Stereoanlage. La télévision est toute neuve. Der Fernseher ist ganz neu. Der Fernseher ist ganz neu. Aujourd'hui, nous sommes samedi. Heute ist Samstag. Heute ist Samstag. Aujourd'hui, nous avons le temps. Heute haben wir Zeit. Heute haben wir Zeit. Aujourd'hui, nous faisons le ménage dans l'appartement. Heute putzen wir die Wohnung. Heute putzen wir die Wohnung. Je nettoie la salle de bain. Ich putze des Bad. Ich putze des Bad. Mon mari lave la voiture. Mein Mann wäscht das Auto. Mein Mann wäscht das Auto. Les enfants nettoient les vélos. Die Kinder putzen die Fahrräder. Die Kinder putzen die Fahrräder. Mami arrose les fleurs. Oma gießt die Blumen. Oma gießt die Blumen. Les enfants rangent la chambre des enfants. Die Kinder räumen das Kinderzimmer auf. Die Kinder räumen das Kinderzimmer auf. Mon mari range son bureau. Mein Mann räumt seinen Schreibtisch auf. Mein Mann räumt seinen Schreibtisch auf. Je mets le linge dans la machine à laver. Ich stecke die Wäsche in die Waschmaschine. Ich stecke die Wäsche in die Waschmaschine. Je mets le linge à sécher. Ich hänge die Wäsche auf. Ich hänge die Wäsche auf. Je repasse le linge. Ich bügele die Wäsche. Ich bügele die Wäsche. Les fenêtres sont Die Fenster sind schmutzig. Die fenster sind schmutzig. Le plancher est sale. Der Fußboden ist schmutzig. Der Fußboden ist schmutzig. La vaisselle est sale. Das Geschirr ist schmutzig. Das Geschirr ist schmutzig. Qui nettoie les vitres? Wer putzt die Fenster? Wer putzt die Fenster? Qui passe l'aspirateur? Wer sorgt Staub? Wer sorgt Staub? Qui fait la vaisselle? Wer spült das Geschirr? Wer spült das Geschirr? Has eine nouvelle cuisine? Hast du eine neue Küche? Hast du eine neue Küche? Que veux-tu cuisiner aujourd'hui? Was willst du heute kochen? Was willst du heute kochen? Ta cuisinière est-elle électrique ou au gaz? Kochst du elektrisch oder mit Gas? Kochst du elektrisch oder mit Gas? Willst du, que je coupe les oignons? Soll ich die Zwiebeln schneiden? Soll ich die Zwiebeln schneiden? Veux-tu que j'épluche les pommes de terre? Soll ich die Kartoffeln schälen? Soll ich die Kartoffeln schälen? Veux-tu que je lave la salade? Soll ich den Salat waschen? Soll ich den Salat waschen? Où sont les verres? Wo sind die Gläser? Wo sind die Gläser? Où est le service? Wo ist das Geschirr? Wo ist das Geschirr? Où sont les couverts? Wo ist das Besteck? Wo ist das Besteck? Hast du ein ouvre -Boite? Hast du einen Dosenöffner? Hast du einen Dosenöffner? Hast du ein decapsulator? Hast du einen Flaschenöffner? Hast du einen Flaschenöffner? As-tu ein Tierbouchon? Hast du einen Korkenzieher? Hast du einen Korkenzieher? Prépare-tu la soupe dans cette casserole? Kochst du die Suppe in diesem Topf? Kochst du die Suppe in diesem Topf? Fais-tu frire le poisson dans cette poêle? Rätst du den Fisch in dieser Pfanne? Rätst du den Fisch in dieser Pfanne? fais tu griller les légumes sur ce barbecue? Grillst du das Gemüse auf diesem Grill? Grillst du das Gemüse auf diesem Grill? Je mets la table. Ich decke den Tisch. Ich decke den Tisch. Voici les couteaux, les fourchettes et les cuillères. Hier sind die Messer, Gabeln und Löffel. Hier sind die Messer, Gabeln und Löffel. Voici les verres, les assiettes et les serviettes. Hier sind die Gläser, die Teller und die Servietten. Hier sind die Gläser, die Teller und die Servietten. Mettez-vous à votre aise. Machen Sie es sich bequem. Machen Sie es sich bequem. Faites comme chez vous. Fühlen Sie sich wie zu Hause. Fühlen Sie sich wie zu Hause. Que voulez-vous boire? Was möchten Sie trinken? Was möchten Sie trinken? Aimez-vous la musique? Lieben Sie Musik? Lieben Sie Musik? J'aime la musique classique. Ich mag klassische Musik. Ich mag klassische Musik. Mes CDs sont ici. Hier sind meine CDs. Hier sind meine CDs. Jouez-vous d'un instrument de musique? Spielen Sie ein Instrument? Spielen Sie ein Instrument? Voici ma guitare. Hier ist meine Gitarre. Hier ist meine Gitarre. Aimez-vous chanter? Singen Sie gern? Singen Sie gern? Avez-vous des enfants? Haben Sie Kinder? Haben Sie Kinder? Avez-vous un chien? Haben Sie einen Hund? Haben Sie einen Hund? Avez-vous un chat? Haben Sie eine Katze? Haben Sie eine Katze? Voici mes livres. Hier sind meine Bücher. Hier sind meine Bücher. En ce moment, je lis ce livre. Ich lese gerade dieses Buch. Ich lese gerade dieses Buch. Qu'est-ce que vous aimez lire? Was lesen Sie gern? Was lesen Sie gern? Aimez-vous aller au concert? Gehen Sie gern ins Konzert? Gehen Sie gern ins Konzert? Aimez-vous aller au théâtre? Gehen Sie gern ins Theater? Gehen Sie gern ins Theater? Aimez-vous aller à l'opéra? Gehen Sie gern in die Oper? Gehen Sie gern in die Oper? D'où venez-vous? Woher kommen Sie? Woher kommen Sie? De Bâle. Aus Basel. Aus Basel. Basel se trouve en Suisse basel liegt in der schweizerisch basel liegt in der schweizerisch puis-je vous présenter monsieur mulet darf ich ihnen herrn müller vorstellen darf ich ihnen herrn müller vorstellen il est étranger er ist ausländer er ist ausländer Il parle plusieurs langues. Es spricht mehrere Sprachen. Es spricht mehrere Sprachen. Est-ce la première fois que vous êtes ici? Sind Sie zum ersten Mal hier? Sind Sie zum ersten Mal hier? Non, j'y étais déjà l'an dernier. Nein. Ich war schon letztes Jahr hier. Nein, ich war schon letztes Jahr hier. Mais seulement pour une semaine. Aber nur eine Woche lang. Aber nur eine Woche lang. Comment vous plaisez-vous chez nous? Wie gefällt es Ihnen bei uns? Wie gefällt es Ihnen bei uns? Beaucoup. Les gens sont très sympathiques. Sehr gut. Die Leute sind nett. Sehr gut. Die Leute sind nett. Et le paysage me plaît aussi. Und die Landschaft gefällt mir auch. Und die Landschaft gefällt mir auch. Quelle est votre profession? Was sind Sie von Beruf? Was sind Sie von Beruf? Je suis traducteur traductrice. Ich bin Übersetzer. Ich bin Übersetzer. Je traduis des livres. Ich übersetze Bücher. Ich übersetze Bücher. Êtes-vous seul ici? Sind Sie allein hier? Sind Sie allein hier? Non, ma femme mon mari est aussi ici. Nein, meine Frau mein Mann ist auch hier. Nein, meine Frau mein Mann ist auch hier. Et voici mes deux enfants. Und dort sind meine beiden Kinder. Und dort sind meine beiden Kinder. Est-ce que vous fumez? Rauchen Sie? Rauchen Sie? Autrefois, oui. Früher ja. Früher ja. Mais maintenant, je ne fume plus. Aber jetzt rauche ich nicht mehr. Aber jetzt rauche ich nicht mehr. Est-ce que ça vous dérange si je fume? Stört es Sie, wenn ich rauche? Stört es Sie, wenn ich rauche? Non, pas du tout. Nein, absolut nicht. Nein, absolut nicht. Ça ne me dérange pas. Das stört mich nicht. Das stört mich nicht. Prendriez-vous quelque chose à boire? Trinken Sie etwas? Trinken Sie etwas? Un Ein cognac? Einen Cognac. Einen Cognac. Non, plutôt une bière. Nein, lieber ein Bier. Nein, lieber ein Bier. Voyagez-vous beaucoup? Reisen Sie viel? Reisen Sie viel? Oui, mais ce sont principalement des Voyages d'affaires. Ja, meistens sind das Geschäftsreisen. Ja. Meistens sind's das Geschäftsreisen. Mais maintenant, nous sommes en vacances. Aber jetzt machen wir hier Urlaub. Aber jetzt machen wir hier Urlaub. Quelle chaleur! Was für eine Hitze. Was für eine Hitze. Oui, aujourd'hui il fait vraiment chaud ja, heute ist es wirklich heiß. ja, heute ist es wirklich heiß. allons sur le balkon. gehen wir auf den balkon. gehen wir auf den balkon. demain, il y aura une fête. morgen gibt es hier eine party. morgen gibt es hier eine party. Est-ce que vous y venez aussi? Kommen Sie auch? Kommen Sie auch? Oui, nous y sommes aussi invités. Ja, wir sind auch eingeladen. Ja, wir sind auch eingeladen. Où avez-vous appris l'espagnol? Wo haben Sie Spanisch gelernt? Wo haben Sie Spanisch gelernt? Parlez-vous également portugais? Können Sie auch portugiesisch? Können Sie auch portugiesisch? Oui, et je parle aussi un peu l'italien. Ja, und ich kann auch etwas italienisch. Ja, und ich kann auch etwas italienisch. Je trouve que vous parlez très bien. Ich finde, Sie sprechen sehr gut. Ich finde, Sie sprechen sehr gut. Les langues se ressemblent. Die Sprachen sind ziemlich ähnlich. Die Sprachen sind ziemlich ähnlich. Je peux bien les comprendre. Ich kann sie gut verstehen. Ich kann sie gut verstehen. Mais les parler et les écrire est difficile. Aber sprechen und schreiben ist schwer. Aber sprechen und schreiben ist schwer. Je fais encore beaucoup de fautes. Ich mache noch viele Fehler. Ich mache noch viele Fehler. N'hésitez pas à me corriger s'il vous plaît. Bitte korrigieren Sie mich immer. Bitte korrigieren Sie mich immer. Votre prononciation est très bonne. Ihre Aussprache ist ganz gut. Ihre Aussprache ist ganz gut. Vous avez un léger accent. Sie haben einen kleinen Akzent. Sie haben einen kleinen Akzent. On devine d'où vous venez. Man erkennt, woher Sie kommen. Man erkennt, woher Sie kommen. Quelle est votre langue maternelle? Was ist Ihre Muttersprache? Was ist Ihre Muttersprache? Suivez-vous des cours de langue? Machen Sie einen Sprachkurs? Machen Sie einen Sprachkurs? Quel matériel utilisez-vous? Welches Lehrwerk benutzen Sie? Welches Lehrwerk benutzen Sie? Pour le moment, je ne m'en souviens plus. Ich weiß im Moment nicht, wie das heißt. Ich weiß im Moment nicht, wie das heißt. Le titre ne me revient pas. Mir fällt der Titel nicht ein. Mir fällt der Titel nicht ein. Je l'ai oublié. Ich habe das vergessen. Ich habe das vergessen. As-tu raté le Bus? Hast du den Bus verpasst? Hast du den Bus verpasst? Je t'ai attendu pendant une demi-heure. Ich habe eine halbe Stunde auf dich gewartet. Ich habe eine halbe Stunde auf dich gewartet. As tu oublié d'amener ton Portable avec toi? Hast du kein Handy bei dir? Hast du kein Handy bei dir? Sois plus ponctuel la prochaine fois. Sei das nächste Mal pünktlich. Sei das nächste Mal pünktlich. Prends un taxi la prochaine fois. Nimm das nächste Mal ein Taxi. Nimm das nächste Mal ein Taxi. Amène un Parapluie la prochaine fois. Nimm das nächste Mal einen Regenschirm mit. Nimm das nächste Mal einen Regenschirm mit. Je suis libre demain. Morgen habe ich frei. Morgen habe ich frei. Pouvons-nous nous rencontrer demain? Wollen wir uns morgen treffen? wollen wir uns morgen treffen je suis désolé demain cela ne me convient pas tut mir leid morgen geht es bei mir nicht tut mir leid morgen geht es bei mir nicht as-tu déjà prévu quelque chose ce weekend hast du dieses wochenende schon etwas vor hast du dieses wochenende schon etwas vor Où as-tu déjà un rendez-vous? Oder bist du schon verabredet? Oder bist du schon verabredet? Je propose que nous nous rencontrions ce week-end. Ich schlage vor, wir treffen uns am Wochenende. Ich schlage vor, wir treffen uns am Wochenende. Voulez-vous faire un pique-nique? Wollen wir Picknick machen? Wollen wir Picknick machen? Voulez-vous aller à la plage? Wollen wir an den Strand fahren? Wollen wir an den Strand fahren? Voulez-vous aller à la montagne? Wollen wir in die Berge fahren? Wollen wir in die Berge fahren? Je viens te chercher au bureau. Ich hole dich vom Büro ab. Ich hole dich vom Büro ab. Je viens te chercher à la maison. Ich hole dich von zu Hause ab. Ich hole dich von zu Hause ab. Je viens te chercher à l'arrêt de bus. Ich hole dich an der Bushaltestelle ab. Ich hole dich an der Bushaltestelle ab. Je voudrais aller à la gare. Ich möchte zum Bahnhof. Ich möchte zum Bahnhof. Je voudrais aller à l'aéroport. Ich möchte zum Flughafen. Ich möchte zum Flughafen. Je voudrais aller dans le centre-ville. Ich möchte ins Stadtzentrum. Ich möchte ins Stadtzentrum. Comment vais-je à la gare? Wie komme ich zum Bahnhof? Wie komme ich zum Bahnhof? Comment vais-je à l'aéroport? Wie komme ich zum Flughafen? Wie komme ich zum Flughafen? Comment vais-je dans le centre-ville? Wie komme ich ins Stadtzentrum? Wie komme ich ins Stadtzentrum? J'ai besoin d'un taxi. Ich brauche ein Taxi. Ich brauche ein Taxi. J'ai besoin d'un plan de la ville. Ich brauche einen Stadtplan. Ich brauche einen Stadtplan. J'ai besoin d'un Hotel. Ich brauche ein Hotel. Ich brauche ein Hotel. Je voudrais louer une voiture. Ich möchte ein Auto mieten. Ich möchte ein Auto mieten. Voici ma carte de crédit. Hier ist meine Kreditkarte. Hier ist meine Kreditkarte. Voici mon Permis de conduire. Hier ist mein Führerschein. Hier ist mein Führerschein. Que faut-il visiter dans la ville? Was gibt es in der Stadt zu sehen? Was gibt es in der Stadt zu sehen? Allez dans la vieille Ville. Gehen Sie an die Altstadt. Gehen Sie an die Altstadt. Faites une visite guidée. Machen Sie eine Stadtrundfahrt. Machen Sie eine Stadtrundfahrt. Allez au port. Gehen Sie zum Hafen. Gehen Sie zum Hafen. Faites un tour du port. Machen Sie eine Hafenrundfahrt. Machen Sie eine Hafenrundfahrt. Quelles autres attractions touristiques y a-t-il encore? Welche Sehenswürdigkeiten gibt es außerdem noch? Welche Sehenswürdigkeiten gibt es außerdem noch? Vois-tu la tour? Siehst du dort den Turm? Siehst du dort den Turm? Vois-tu la montagne? Siehst du dort den Berg? Siehst du dort den Berg? Vois-tu le village? Siehst du dort das Dorf? Siehst du dort das Dorf? vois-tu la rivière? siehst du dort den floss? siehst du dort den Floss? vois-tu le pont? siehst du dort die brücke? siehst du dort die brücke? vois-tu le lac? siehst du dort den see? siehst du dort den see? Cet me plaît. Der Vogel da gefällt mir. Der Vogel da gefällt mir. Cet arbre me plaît. Der Baum da gefällt mir. Der Baum da gefällt mir. Cette pierre me plaît. Der Stein hier gefällt mir. Der Stein hier gefällt mir. Ce park me plaît. Der Park da gefällt mir. Der Park da gefällt mir. Ce jardin me plaît. Der Garten da gefällt mir. Der Garten da gefällt mir. Cette Fleur me plaît. Die Blume hier gefällt mir. Die Blume hier gefällt mir. Je trouve ça joli. Ich finde das hübsch. Ich finde das hübsch. Je trouve ça intéressant. Ich finde das interessant. Ich finde das interessant. Je trouve ça magnifique. Ich finde das wunderschön. Ich finde das wunderschön. Je trouve ça laid. ich finde das hässlich ich finde das hässlich je trouve ça ennuyeux ich finde das langweilig ich finde das langweilig je trouve ça affreux. ich finde das furchtbar ich finde das furchtbar Avez-vous une chambre libre? Haben Sie ein Zimmer frei? Haben Sie ein Zimmer frei? J'ai réservé une chambre. Ich habe ein Zimmer reserviert. Ich habe ein Zimmer reserviert. Mon nom est Müller. Mein Name ist Müller. Mon nom est Müller. J'ai besoin d'une chambre simple. Ich brauche ein Einzelzimmer. Ich brauche ein Einzelzimmer. J'ai besoin d'une chambre double. Ich brauche ein Doppelzimmer. Ich brauche ein Doppelzimmer. Combien coûte la chambre pour la nuit Wie viel kostet das Zimmer pro Nacht? Wie viel kostet das Zimmer pro Nacht? Je voudrais une chambre avec bain. Ich möchte ein Zimmer mit Bad. Ich möchte ein Zimmer mit Bad. Je voudrais une chambre avec douche. Ich möchte ein Zimmer mit Dusche. Ich möchte ein Zimmer mit Dusche. Puis je voir la chambre? Kann ich das Zimmer sehen? Kann ich das Zimmer sehen? Y t il un garage ici? Gibt es hier eine Garage? Gibt es hier eine Garage? Y t il un coffrefort ici? Gibt es hier einen Safe? Gibt es hier einen Safe? Y a t fax ici? Gibt es hier ein fax? Gibt es hier ein fax? Bon, je prends la chambre. Gut, ich nehme das Zimmer. Gut, ich nehme das Zimmer. Voici les clés. Hier sind die Schlüssel. Hier sind die Schlüssel. Voici mes bagages. Hier ist mein Gepäck. Hier ist mein Gepäck. À quelle heure est servi le petit-déjeuner? Um wie viel Uhr gibt es Frühstück? Um wie viel Uhr gibt es Frühstück? A quelle heure est servi le déjeuner? Um wie viel Uhr gibt es Mittagessen? Um wie viel Uhr gibt es Mittagessen? A quelle heure est servi le dîner? Um wie viel Uhr gibt es Abendessen? Um wie viel Uhr gibt es Abendessen? La douche ne fonctionne pas. Die Dusche funktioniert nicht. Die Dusche funktioniert nicht. Il n'y a pas d'eau chaude. Es kommt kein warmes Wasser. Es kommt kein warmes Wasser. Pouvez-vous réparer ça? Können Sie das reparieren lassen? Können Sie das reparieren lassen? Il n'y a pas de téléphone dans la chambre. Es gibt kein téléphone im zimmer. Es gibt kein téléphone im zimmer. Il n'y a pas de télévision dans la chambre. Es gibt keinen Fernseher im zimmer. Es gibt keinen Fernseher im zimmer. La chambre n'a pas de balcon. Das Zimmer hat keinen Balkon. Das Zimmer hat keinen Balkon. La Chambre est trop bruyante. Das Zimmer ist zu laut. Das Zimmer ist zu laut. La Chambre est trop petite. Das Zimmer ist zu klein. Das Zimmer ist zu klein. La chambre est trop sombre. Das Zimmer ist zu dunkel. Das Zimmer ist zu dunkel. Le chauffage ne fonctionne pas. Die Heizung funktioniert nicht. Die Heizung funktioniert nicht. La climatisation ne fonctionne pas. Die Klimaanlage funktioniert nicht. Die Klimaanlage funktioniert nicht. La Television est cassée. Der Fernseher ist kaputt. Der Fernseher ist kaputt. Ça ne me plaît pas. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht. C'est trop cher pour moi. Das ist mir zu teuer. Das ist mir zu teuer. Avez-vous quelque chose de moins cher? Haben Sie etwas billigeres? Haben Sie etwas billigeres? Est-ce qu'il y a une auberge de jeunesse dans les environs? Gibt es hier in der Nähe eine Jugendherberge? Gibt es hier in der Nähe eine Jugendherberge? Est-ce qu'il y a une pension de famille dans les environs? Gibt es hier in der Nähe eine pension? Gibt es hier in der Nähe eine pension? Est-ce qu'il y a un restaurant dans les environs? Gibt es hier in der Nähe ein restaurant? Gibt es hier in der Nähe ein restaurant? Est-ce que cette table est libre? Ist der Tisch frei? Ist der Tisch frei? Je désirerais la carte. Ich möchte bitte die Speisekarte. Ich möchte bitte die Speisekarte. Qu'est-ce que vous nous recommandez? Was können Sie empfehlen? Was können Sie empfehlen? J'aimerais une bière. Ich hätte gern ein Bier. Ich hätte gern ein Bier. J'aimerais une eau minérale. Ich hätte gern ein Mineralwasser. Ich hätte gern ein Mineralwasser. J'aimerais un jus d'orange. Ich hätte gern einen Orangensaft. Ich hätte gern einen Orangensaft. J'aimerais un Kaffee. Ich hätte gern einen Kaffee. Ich hätte gern einen Kaffee. J'aimerais un Kaffee au lait. Ich hätte gern einen Kaffee mit Milch. Ich hätte gern einen Kaffee mit Milch avec du sucre s'il vous plaît Mit Zucker bitte Mit Zucker bitte Je désirerais un thé Ich möchte einen Tee Ich möchte einen Tee Je désirerais un thé au citron Ich möchte einen Tee mit Zitrone ich möchte einen Tee mit Zitrone. Je désirerais un thé au lait. Ich möchte einen Tee mit Milch. Ich möchte einen Tee mit Milch. Avez-vous des cigarettes? Haben Sie Zigaretten? Haben Sie Zigaretten? Avez-vous un cendrier? Haben Sie einen Aschenbecher? Haben Sie einen Aschenbecher? Avez-vous du feu? Haben Sie Feuer? Haben Sie Feuer? Je n'ai pas de Fourchette. Mir fehlt eine Gabel. Mir fehlt eine Gabel. Je n'ai pas de couteau. Mir fehlt ein Messer. Mir fehlt ein Messer. Je n'ai pas de cuillère. Mir fehlt ein Löffel. Mir fehlt ein Löffel. Ein jus de pomme, s'il vous plaît. Einen Apfelsaft, bitte. Einen Apfelsaft, bitte. Une Limonade. S'il vous plaît. Eine Limonade, bitte. Eine Limonade, bitte. Ein Jus de tomate, s'il vous plaît. Einen Tomatensaft, bitte. Einen Tomatensaft, bitte. J'aimerais un verre de vin rouge. Ich hätte gern ein Glas Rotwein. Ich hätte gern ein Glas rotwein. J'aimerais un verre de vin blanc. Ich hätte gern ein Glas Weißwein. Ich hätte gern ein Glas weißwein. J'aimerais une bouteille de champagne. Ich hätte gern eine Flasche sekt. Ich hätte gern eine Flasche sekt. Aimes-tu le poisson? Marks de fish. Marks de fish. Aimes-tu le bœuf? Marks de Rindfleisch. Marks de Rindfleisch. Aimes-tu le porc? Marks de Schweinefleisch. Marks de Schweinefleisch. Je désirerais un plat sans viande. Ich möchte etwas ohne Fleisch. Ich möchte etwas ohne Fleisch. Je désirerais un plat de légumes. Ich möchte eine Gemüseplatte. Ich möchte eine Gemüseplatte. Je désirerais quelque chose qui ne prend pas longtemps. Ich möchte etwas, was nicht lange dauert. Ich möchte etwas, was nicht lange dauert. Voulez-vous du riz en accompagnement? Möchten Sie das mit Reis? Möchten Sie das mit Reis? Voulez-vous des Nouilles en accompagnement? Möchten Sie das mit Nudeln? Möchten Sie das mit Nudeln? Voulez-vous des pommes de terre en accompagnement? Möchten Sie das mit Kartoffeln? Möchten Sie das mit Kartoffeln? Ça ne me plaît pas. Das schmeckt mir nicht. Das schmeckt mir nicht. La nourriture est froide. Das Essen ist kalt. Das Essen ist kalt. Ce n'est pas ce que j'ai commandé. Das habe ich nicht bestellt. Das habe ich nicht bestellt. Je voudrais une entrée. Ich möchte eine Vorspeise. Ich möchte eine Vorspeise. Je voudrais une Salade. Ich möchte einen Salat. Ich möchte einen Salat. Je voudrais une Soupe. Ich möchte eine Suppe. Ich möchte eine Suppe. Je voudrais un Dessert. Ich möchte einen Nachtisch. Ich möchte einen Nachtisch. Je voudrais une glace avec de la crème chantilly. Ich möchte ein Eis mit Sahne. Ich möchte ein Eis mit Sahne. Je voudrais un fruit ou du fromage. Ich möchte Obst oder Käse. Ich möchte Obst oder Käse. Nous voudrions prendre le petit déjeuner. Wir möchten frühstücken. Wir möchten frühstücken. Nous voudrions déjeuner. Wir möchten zu Mittag essen. Wir möchten zu Mittag essen. Nous voudrions dîner. Wir möchten zu Abend essen. Wir möchten zu Abend essen. Que désirez-vous pour le petit-déjeuner? Was, Was möchten Sie zum Frühstück? Des petits pains avec de la confiture et du miel? Brötchen mit Marmelade und Honig? Brötchen mit Marmelade und Honig? Des toasts avec de la saucisse et du fromage? Toast mit Wurst und Käse. Toast mit Wurst und Käse. Ein Öf à la Coque. Ein Ei. Ein gekochtes Ei. Ein Öf au plat. Ein Spiegelei. Ein Spiegelei. Une Omelette. Un omelette. Un omelette. Encore un Yogurt, s'il vous plaît. Bitte noch einen Joghurt. Bitte noch einen Joghurt. Encore du sel et du poivre, s'il vous plaît. Bitte noch Salz und Pfeffer. Bitte noch Salz und Pfeffer. Encore un verre d'eau, s'il vous plaît. Bitte noch ein Glas Wasser. Bitte noch ein Glas Wasser. Une portion de frites avec du ketchup. Einmal Pommes frites mit Ketchup. Einmal Pommes frites mit Ketchup. Et deux avec de la mayonnaise. Und zweimal mit Mayonnaise. und zweimal mit mayonnaise et trois saucisses grillées avec de la moutarde und dreimal bratwurst mit senf und dreimal bratwurst mit senf qu'est-ce que vous avez comme légumes was für gemüse haben sie was für gemüse haben sie avez-vous des haricots haben Sie Bohnen? Haben Sie Bohnen? Avez-vous du chou-fleur? Haben Sie Blumenkohl? Haben Sie Blumenkohl? J'aime bien le Mais. Ich esse gern Mais. Ich esse gern Mais. J'aime bien le concombre. Ich esse gern Gücken. Ich esse gern Gurken. Gurken. J'aime bien les Tomates. Ich esse gern Tomaten. Ich esse gern Tomaten. Aimez-vous aussi le Poirot? Essen Sie auch gern Lauch? Essen Sie auch gern Lauch? Aimez-vous aussi la Choucroute? Essen Sie auch gern Sauerkraut? Essen Sie auch gern Sauerkraut? Aimez-vous aussi les Lentilles? Essen Sie auch gern Linsen? Essen Sie auch gern Linsen? Aimes-tu aussi les Carottes? Isst du auch gern Karotten? Isst du auch gern Karotten? M tu aussi les brocolis? Isst du auch gern Brokkoli? Isst du auch gern Brokkoli? aimes tu aussi le poivron? Isst du auch gern Paprika? Isst du auch gern Paprika? Je n'aime pas les oignons. Ich mag keine Zwiebeln. Ich mag keine Zwiebeln. Je n'aime pas les olives. Ich mag keine Oliven. Ich mag keine Oliven. Je n'aime pas les champignons. Ich mag keine Pilze. Ich mag keine Pilze. Quand part le prochain train pour Berlin? Wann fährt der nächste Zug nach Berlin? Wann fährt der nächste Zug nach Berlin? Quand part le prochain train pour Paris? Wann fährt der nächste Zug nach Paris? Wann fährt der nächste Zug nach Paris? Quand part le prochain train pour Londres? Wann fährt der nächste Zug nach London? Wann fährt der nächste Zug nach London? A quelle heure part le train pour Varsovie? Um wie viel Uhr fährt der Zug nach Warschau? Um wie viel Uhr fährt der Zug nach Warschau? A quelle heure par le train pour Stockholm? Um wie viel Uhr fährt der Zug nach Stockholm? Um wie viel Uhr fährt der Zug nach Stockholm? Um À quelle heure par le train pour Budapest? Um wie viel Uhr fährt der Zug nach Budapest? Um wie viel Uhr fährt der Zug nach Budapest? Je voudrais un billet pour Madrid. Ich möchte eine Fahrkarte nach Madrid. Ich möchte eine Fahrkarte nach Madrid. Je voudrais un billet pour Prague. Ich möchte eine Fahrkarte nach Prag. Ich möchte eine Fahrkarte nach Prag. Je voudrais un billet pour Bern. Ich möchte eine Fahrkarte nach Bern. Ich möchte eine Fahrkarte nach Bern. Quand est-ce que le train arrive à Vienne? Wann kommt der Zug in Wien an? Wann kommt der Zug in Wien an? Quand est-ce que le train arrive à Moscou? Wann kommt der Zug in Moskau an? Wann kommt der Zug in Moskau an? Quand est-ce que le train arrive à Amsterdam? Wann kommt der Zug in Amsterdam an? Wann kommt der Zug in Amsterdam an? est-ce que je dois changer de train muss ich umsteigen muss ich umsteigen de quel quai par le train von welchem gleis fährt der zug ab von welchem gleis fährt der zug ab y a-t-il un wagon-lit dans le train gibt es schlafwagen im zug Gibt es Schlafwagen im Zug? Je voudrais ein aller simple pour Bruxelles. Ich möchte nur die Hinfahrt nach Brüssel. Ich möchte nur die Hinfahrt nach Brüssel. Je voudrais aller pour Kopenhagen. Ich möchte eine Rückfahrkarte nach Kopenhagen. Ich möchte eine Rückfahrkarte nach Kopenhagen. Combien coûte une place en wagon-lit? Was kostet ein Platz im Schlafwagen? Was kostet ein Platz im Schlafwagen? Est-ce que c'est le train pour Berlin? Ist das der Zug nach Berlin? Ist das der Zug nach Berlin? Quand est-ce que le train part? Wann fährt der Zug ab? Wann fährt der Zug ab? Quand est-ce que le train arrive à Berlin? Wann kommt der Zug in Berlin an? Wann kommt der Zug in Berlin an? Pardon, est-ce que je pourrais passer? Verzeihung, darf ich vorbei? Verzeihung, darf ich vorbei? Je crois que c'est ma place. Ich glaube, das ist mein Platz. Ich glaube, das ist mein Platz. Je crois que vous êtes assis à ma place. Ich glaube, Sie sitzen auf meinem Platz. Ich glaube, Sie sitzen auf meinem Platz. Où est le wagon lit? Wo ist der Schlafwagen? Wo ist der Schlafwagen? Le wagon lit en queue de train. Der Schlafwagen ist am Ende des Zuges. Der Schlafwagen ist am Ende des Zuges. Et où est le wagon restaurant moins en tête? Und wo ist der Speisewagen? Minus am Anfang. Und wo ist der Speisewagen? Menes am Anfang. Puis dormir en bas? Kann ich unten schlafen? Kann ich unten schlafen? Puis dormir au milieu? Kann ich in der Mitte schlafen? Kann ich in der Mitte schlafen? Puis dormir en haut? kann ich oben schlafen? kann ich oben schlafen? quand serons nous à la frontière? wann sind wir an der grenze? wann sind wir an der grenze? combien de temps dure le trajet jusqu'à berlin? wie lange dauert die fahrt nach berlin? wie lange dauert die fahrt nach berlin? Le train a-t-il du retard? Hat der Zug Verspätung? Hat der Zug Verspätung? Avez-vous quelque chose à lire? Haben Sie etwas zu lesen? Haben Sie etwas zu lesen? Peut-on avoir quelque chose à manger et à boire ici? Kann man hier etwas zu essen und zu trinken bekommen? Kann man hier etwas zu essen und zu trinken bekommen? Pouvez-vous me réveiller à 7 heures? Würden Sie mich bitte um 7 Uhr wecken? Würden Sie mich bitte um 7 Uhr wecken? Je voudrais réserver une place sur le vol pour Athènes. Ich möchte einen Flug nach Athen buchen. Ich möchte einen Flug nach Athen buchen. Es que c'est un vol Ist das ein Direktflug? Ist das ein Direktflug? Une place près du Hublot non fumeur, s'il vous plaît. Bitte einen Fensterplatz, nicht rauche. Bitte einen Fensterplatz, nicht rauche. Je voudrais confirmer ma réservation. Ich möchte meine Reservierung bestätigen. Ich möchte meine Reservierung bestätigen. Je voudrais annuler ma stornieren. Ich möchte meine Reservierung stornieren. Ich möchte meine Reservierung stornieren. Je voudrais modifier ma ich möchte meine Reservierung umbuchen. Ich möchte meine Reservierung umbuchen. Quand par le prochain avion pour Rome? Wann geht die nächste Maschine nach Rom? Wann geht die nächste Maschine nach Rom? Y a-t-il encore deux places de libre? Sind noch zwei Plätze frei? Sind noch zwei Plätze frei? Non, nous n'avons plus qu'une place de libre. Nein, wir haben nur noch einen Platz frei. Nein, wir haben nur noch einen Platz frei. Quand est-ce que nous atterrissons? Wann landen wir? Wann landen wir? Quand serons nous là-bas? Wann sind wir da? Wann sind wir da? Quand est-ce qu'un bus part pour le centre-ville? Wann fährt ein Bus ins Stadtzentrum? Wann fährt ein Bus ins Stadtzentrum? C'est votre valise? Ist das Ihr Koffer? Ist das Ihr Koffer?

20 kg 20 kilo 20 kilo Quoi? Seulement 20 kg Was, nur 20 Kilo Was, nur 20 Kilo? Où est l'arrêt du bus? Wo ist die Bushaltestelle? Wo ist die Bushaltestelle? Quel bus va dans le centre-ville? Welcher Bus fährt ins Zentrum? Welcher Bus fährt ins Zentrum? Quelle linie dois prendre? Welche Linie muss ich nehmen? Welche Linie muss ich nehmen? Est-ce que je dois changer? Muss ich umsteigen? Muss ich umsteigen? Où dois-je changer? Wo muss ich umsteigen? Wo muss ich umsteigen? Combien coûte un billet? Was kostet ein Fahrschein? Was kostet ein Fahrschein? Combien y a-t-il d'arrêt jusqu'au centre-ville? Wie viele Haltestellen sind es bis zum Zentrum? Wie viele Haltestellen sind es bis zum Zentrum? Vous devez descendre ici. Sie müssen hier aussteigen. Sie müssen hier aussteigen. Vous devez descendre à l'arrière. Sie müssen hinten aussteigen. Sie müssen hinten aussteigen. Le prochain Metro arrive dans 5 Minuten. Die nächste U-Bahn kommt in 5 Minuten. Die nächste U-Bahn kommt in 5 Minuten. Le prochain Tram arrive dans 10 Minuten. Die nächste Straßenbahn kommt in 10 Minuten. Die nächste Straßenbahn kommt in 10 Minuten. Le prochain bus arrive dans 15 minutes. Der nächste Bus kommt in 15 Minuten. Der nächste Bus kommt in 15 Minuten. Quand part le dernier métro? Wann fährt die letzte U-Bahn? Wann fährt die letzte U-Bahn? Quand parle dernier tram? Wann fährt die letzte Straßenbahn? Wann fährt die letzte Straßenbahn? Quand parle dernier bus? Wann fährt der letzte Bus? Wann fährt der letzte Bus? Avez-vous un billet? Haben Sie einen Fahrschein? haben sie einen fahrschein? ein billet? moi, non, je n'en ai pas. einen fahrschein? minus, nein, ich habe keinen. einen fahrschein? minus, nein, ich habe keinen. alors, vous devez payer une amende. dann müssten sie eine strafe zahlen. dann müssten sie eine strafe zahlen. Il va en moto. Er fährt mit dem Motorrad. Er fährt mit dem Motorrad. Il va bicyclette. Er fährt mit dem Fahrrad. Er fährt mit dem Fahrrad. Il va pied. Er geht zu Fuß. Er geht zu Fuß. Il va en bateau. Er fährt mit dem Schiff. Er fährt mit dem Schiff. Il va en barque. Er fährt mit dem Boot. Er fährt mit dem Boot. Il nage. Er schwimmt. Er schwimmt. Est-ce que c'est dangereux ici? Es es Est-ce que c'est dangereux de faire seul de l'autostop? Ist es gefährlich, allein zu, es zu Est-ce que c'est dangereux de se promener la nuit? Ist es gefährlich, nachts spazieren zu gehen? Ist es gefährlich, nachts spazieren zu gehen? Nous nous sommes trompés de chemin. Wir haben uns verfahren. Wir haben uns verfahren. Nous sommes sur le mauvais chemin. Wir sind auf dem falschen Weg. Wir sind auf dem falschen Weg. Nous devons faire demi-tour. Wir müssen umkehren. Wir müssen umkehren. Où peut-on se garer? Wo kann man hier parken? Wo kann man hier parken? Y a-t-il un parking ici? Gibt es hier einen Parkplatz? Gibt es hier einen Parkplatz? Combien de temps peut-on se garer ici? Wie lange kann man hier parken? Wie lange kann man hier parken? Faites-vous du ski? Fahren Sie Ski? Fahren Sie Ski? Est-ce que tu montes avec le téléski? Fahren Sie mit dem Skilift nach oben? Fahren Sie mit dem Skilift nach oben? Est-ce qu'on peut louer des skis ici? Kann man hier leihen? Kann man hier leihen? Veuillez m'appeler un taxi, s'il vous plaît. Rufen Sie bitte ein Taxi. Rufen Sie bitte ein Taxi. Combien est-ce que ça coûte jusqu'à la gare? Was kostet es bis zum Bahnhof? Was kostet es bis zum Bahnhof? Combien est-ce que ça coûte jusqu'à l'aéroport? Was kostet es bis zum Flughafen? Was kostet es bis zum Flughafen? Tout droit, s'il vous plaît. Bitte geradeaus. Bitte geradeaus. À droite, s'il vous plaît. Bitte hier nach rechts. Bitte hier nach rechts. Prenez la première à gauche au coin, s'il vous plaît. Bitte dort an der Ecke nach links. Bitte dort an der Ecke nach links. Je suis pressé. Ich habe es eilig. Ich habe es eilig. J'ai le temps. Ich habe Zeit. Ich habe Zeit. Allez plus lentement, s'il vous plaît. Fahren Sie bitte langsamer. Fahren Sie bitte langsamer. Arrêtez vous ici, s'il vous plaît. Halten Sie hier bitte. Halten Sie hier bitte. Attendez un moment, s'il vous plaît. Warten Sie bitte einen Moment. Warten Sie bitte einen Moment. Je reviens tout de suite. Ich bin gleich zurück. Ich bin gleich zurück. Donnez-moi un reçu, s'il vous plaît. Bitte geben Sie mir eine Quittung. Bitte geben Sie mir eine Quittung. Je n'ai pas de monnaie. Ich habe kein Kleingeld. Ich habe kein Kleingeld. C'est bon. Gardez la Monnaie. Es stimmt so, der Rest ist für Sie. Es stimmt so, der Rest ist für Sie. Conduisez-moi à cette adresse. Fahren Sie mich zu dieser Adresse. Fahren Sie mich zu dieser Adresse. Conduisez-moi à cet Hotel. Fahren Sie mich zu meinem Hotel. Fahren Sie mich zu meinem Hotel. Conduisez-moi à la plage. Fahren Sie mich zum Strand. Fahren Sie mich zum Strand. Où est la station service la plus proche? Wo ist die nächste Tankstelle? Wo ist die nächste Tankstelle? J'ai un pneu crevé. Ich habe einen platten. Ich habe einen platten. Pouvez-vous changer le pneu? Können Sie das Rad wechseln? Können Sie das Rad wechseln? J'ai besoin de quelques litres de diesel. Ich brauche ein paar Liter Diesel. Ich brauche ein paar Liter Diesel. Je n'ai plus d'essence. Ich habe kein Benzin mehr. Ich habe kein Benzin mehr. Avez-vous un Jerry Haben Sie einen Reservekanister? Haben Sie einen Reservekanister? Où puis je téléphoner? Wo kann ich telefonieren? Wo kann ich telefonieren? J'ai besoin d'un service de dépannage. Ich brauche einen Abschleppdienst. Ich brauche einen Abschleppdienst. Je cherche un garage. Ich suche eine Werkstatt. Ich suche eine Werkstatt. Ein Accident s'est produit. Es ist ein Unfall passiert. Es ist ein Unfall passiert. Où est le téléphone le plus proche? Wo ist das nächste Telefon? Wo ist das nächste Telefon? Avez-vous sur vous un téléphone portable? Haben Sie ein Handy bei sich? Haben Sie ein Handy bei sich? Nous avons besoin Wir brauchen Hilfe. Wir brauchen Hilfe. Appeler un médecin. Rufen Sie einen Arzt. Rufen Sie einen Arzt. Appeler la police. Rufen Sie die Polizei. Rufen Sie die Polizei. Vos papiers, s'il vous plaît. Ihre Papiere, bitte. Ihre Papiere, bitte. Votre permis de conduire, s'il vous plaît. Ihren Führerschein, bitte. Ihren Führerschein, bitte. Votre carte grise, s'il vous plaît. Ihren Kraftfahrzeugschein, bitte. Ihren Kraftfahrzeugschein, bitte. Excusez-moi. Entschuldigen Sie. Entschuldigen Sie. Pourriez-vous m'aider? Können Sie mir helfen? Können Sie mir helfen? où y a-t-il un bon restaurant aux alentours? wo gibt es hier ein gutes restaurant? wo gibt es hier ein gutes restaurant? tournez à gauche au coin de la rue. gehen sie links um die ecke. gehen sie links um die ecke. ensuite allez un peu tout droit. gehen sie dann ein stück geradeaus. Gehen Sie dann ein Stück geradeaus. Fait ensuite 100 m et tournez à droite. Gehen Sie dann 100 Meter nach rechts. Gehen Sie dann 100 Meter nach rechts. Vous pouvez aussi prendre le bus. Sie können auch den Bus nehmen. Sie können auch den Bus nehmen. Vous pouvez aussi prendre le tram. Sie können auch die Straßenbahn nehmen. Sie können auch die Straßenbahn nehmen. Vous pouvez aussi me suivre en voiture. Sie können auch einfach hinter mir herfahren. Sie können auch einfach hinter mir herfahren. Comment vais-je au stade de football? Wie komme ich zum Fußballstadion? Wie komme ich zum Fußballstadion? Traversez le pont. Überqueren Sie die Brücke. Überqueren Sie die Brücke. Passez par le tunnel. Fahren Sie durch den Tunnel. Fahren Sie durch den Tunnel. Allez jusqu'au troisième feu de signalisation. Fahren Sie bis zur dritten Ampel. Fahren Sie bis zur dritten Ampel. Tournez ensuite à la première rue à droite. Biegen Sie dann die erste Straße rechts ab. Biegen Sie dann die erste Straße rechts ab. Continuez ensuite tout droit au prochain carrefour. fahren sie dann geradeaus über die nächste kreuzung fahren sie dann geradeaus über die nächste kreuzung excusez moi comment vais-je à l'aéroport entschuldigung wie komme ich zum flughafen entschuldigung wie komme ich zum flughafen le mieux c'est de prendre le métro am besten nehmen Sie die U-Bahn. Am besten nehmen Sie die U-Bahn. Descendez simplement au terminus. Fahren Sie einfach bis zur Endstation. Fahren Sie einfach bis zur Endstation. Où est le syndicat d'initiative? Wo ist das Fremdenverkehrsamt? Wo ist das Fremdenverkehrsamt? Pourriez-vous me procurer un plan de la ville? Haben Sie einen Stadtplan für mich? Haben Sie einen Stadtplan für mich? Peut-on réserver une chambre d'hôtel ici? Kann man hier ein Hotelzimmer reservieren? Kann man hier ein Hotelzimmer reservieren? Wo ist die Vieille ville? Wo ist die Altstadt? Wo ist die Altstadt? Où est la kathedrale? Wo ist der Dom? Wo ist der Dom? Où est le Musée? Wo ist das Museum? Wo ist das Museum? Wo peut-on acheter des timbres? Wo gibt es Briefmarken zu kaufen? Wo gibt es Briefmarken zu kaufen? Wo acheter des Fleurs? Wo gibt es Blumen zu kaufen? Wo gibt es Blumen zu kaufen? Wo peut-on acheter des billets? Wo gibt es Fahrkarten zu kaufen? Wo gibt es Fahrkarten zu kaufen? Où est le port? Wo ist der Hafen? Wo ist der Hafen? Où est le marché? Wo ist der Markt? Wo ist der Markt? Où est le château? Wo ist das Schloss? quand commence la visite quand beginnt die führung wann beginnt die führung quand se termine la visite quand endet die führung wann endet die führung combien de temps dure la visite Wie lange dauert die Führung? Wie lange dauert die Führung? Je voudrais guide qui parle allemand. Ich möchte einen Führer, der Deutsch spricht. Ich möchte einen Führer, der Deutsch spricht. voudrais guide qui parle italien. Ich möchte einen Führer, der Italienisch spricht. Ich möchte einen Führer, der italienisch spricht. Je voudrais un guide qui parle français. Ich möchte einen Führer, der Französisch spricht. Ich möchte einen Führer, der Französisch spricht. Est-ce que le marché est ouvert le dimanche? Ist der Markt sonntags geöffnet? Ist der Markt sonntags geöffnet? Est-ce que la Foire est ouverte le lundi? Ist die Messe montags geöffnet? Ist die Messe montags geöffnet? Est-ce que l'Exposition est ouverte le mardi? Ist die Ausstellung dienstags geöffnet? Ist die Ausstellung dienstags geöffnet? Le zoo ouvre-t-il le mercredi Hat der zur Mittwochs geöffnet Hat der zur Mittwochs geöffnet Le musée ouvre-t-il le jeudi Hat das Museum donnerstags geöffnet Hat das Museum donnerstags geöffnet La galerie ouvre-t-elle le vendredi Hat die Galerie freitags geöffnet? Hat die Galerie freitags geöffnet? Darf man fotografieren? Darf man fotografieren? L'entrée est-elle payante? Muss man Eintritt bezahlen? Muss man Eintritt bezahlen? Combien coûte l'entrée? Wie viel kostet der Eintritt? Wie viel kostet der Eintritt? Y a-t-il une réduction pour les groupes? Gibt es eine Ermäßigung für Gruppen? Gibt es eine Ermäßigung für Gruppen? Y a-t-il une réduction pour les enfants? Gibt es eine Ermäßigung für Kinder? Gibt es eine Ermäßigung für Kinder? Y a-t-il une réduction pour les étudiants? Gibt es eine Ermäßigung für Studenten? Gibt es eine Ermäßigung für Studenten? Quel est ce bâtiment? Was für ein Gebäude ist das? Was für ein Gebäude ist das? De quand date ce bâtiment? Wie alt ist das Gebäude? Wie alt ist das Gebäude? Qui a construit ce bâtiment? Wer hat das Gebäude gebaut? Wer hat das Gebäude gebaut? Je m'intéresse à l'architecture. Ich interessiere mich für Architektur. Ich interessiere mich für Architektur. Je m'intéresse à l'article. Ich interessiere mich für Kunst. Ich interessiere mich für Kunst. Je m'intéresse à la peinture. Ich interessiere mich für Malerei. Ich interessiere mich für Malerei. Le Zoo est là-bas. Dort ist der Zoo. Dort ist der Zoo. Les Girafes sont là-bas. Dort sind die Giraffen. Dort sind die Giraffen. Où sont les ours? Wo sind die Bären? Wo sind die Bären? Wo sont les Elefanten. Wo sind die Elefanten? Wo sind die Elefanten? Wo sont les Serpents. Wo sind die Schlangen? Wo sind die Schlangen? Wo sont les Lions. Wo sind die Löwen? Wo sind die Löwen? J'ai un appareil photo. Ich habe einen Fotoapparat. Ich habe einen Fotoapparat. J'ai aussi une caméra vidéo. Ich habe auch eine Filmkamera. Ich habe auch eine Filmkamera. Où oh, puis-je trouver des piles? Wo ist eine Batterie? Wo ist eine Batterie? Wo sont les pingouins? Wo sind die Pinguine? Wo sind die Pinguine? Wo sont les kangourous? Wo sind die Kängurus? Wo sind die Kängurus? Où sont les Rhinoceros? Wo sind die Nashirne? Wo sind die Nashirne? Wo sind die Toilette? Wo ist eine Toilette? Wo ist eine Toilette? Il y a un café là-bas. Dort ist ein café. Dort ist ein café. Il y a un restaurant là-bas. Dort ist ein Restaurant. Dort ist ein Restaurant. Wo sont les chameaux? Wo sind die Kamele? Wo sind die Kamele? Où sont les gorilles et les zèbres? Wo sind die Gorillas und die Zebras? Wo sind die Gorillas und die Zebras? Où sont les tigres et les crocodiles? Wo sind die Tiger und die Krokodile? Wo sind die Tiger und die Krokodile? Où y a-t-il une discothèque? Gibt es hier eine Diskothek? Gibt es hier eine Diskothek? Où y a-t-il une boîte de nuit? Gibt es hier einen Nachtclub? Gibt es hier einen Nachtclub? Où y a-t-il un bistrot? Gibt es hier eine Kneipe? Gibt es hier eine Kneipe? Qu'est-ce qu'il y a ce soir au théâtre? Was gibt es heute Abend im Theater? Was gibt es heute Abend im Theater? Qu'est-ce qu'il y a ce soir au cinéma? Was gibt es heute Abend im Kino? Was gibt es heute Abend im Kino? Qu'est-ce qu'il y a ce soir à la télévision? Was gibt es heute Abend im Fernsehen? Was gibt es heute Abend im Fernsehen? Est-ce qu'il y a encore des places pour le théâtre? Gibt es noch Karten fürs Theater? Gibt es noch Karten fürs Theater? est qu'il y a encore des places pour le cinéma? Gibt es noch Karten fürs Kino? Gibt es noch Karten fürs Kino? est qu'il y a encore des places pour le match de football? Gibt es noch Karten für das Fußballspiel? Gibt es noch Karten für das Fußballspiel? Je voudrais une place tout au fond. ich möchte ganz hinten sitzen ich möchte ganz hinten sitzen Je voudrais une place au milieu ich möchte irgendwo in der mitte sitzen ich möchte irgendwo in der mitte sitzen Je voudrais une place tout devant ich möchte ganz vorn sitzen ich möchte ganz vorn sitzen. Pouvez-vous me recommander quelque chose? Können Sie mir etwas empfehlen? Können Sie mir etwas empfehlen? Quand commence la présentation? Wann beginnt die Vorstellung? Wann beginnt die Vorstellung? Pouvez-vous me procurer un billet? Können Sie mir eine Karte besorgen? Können Sie mir eine Karte besorgen? Est-ce qu'il y a terrain de golf à proximité? Ist hier in der Nähe ein Golfplatz? Ist hier in der Nähe ein Golfplatz? Est-ce de tennis à proximité? Ist hier in der Nähe ein Tennisplatz? Ist hier in der Nähe ein Tennisplatz? Est-ce qu'il y a une piscine couverte à proximité? Ist hier in der Nähe ein Hallenbad? Ist hier in der Nähe ein Hallenbad? Nous voulons aller au cinéma. Wir wollen ins Kino. Wir wollen ins Kino. Aujourd'hui, il y a un bon film. Heute läuft ein guter Film. Heute läuft ein guter Film. Le film est tout nouveau. Der Film ist ganz neu. Der Film ist ganz neu. Où est la caisse? Wo ist die Kasse? Wo ist die Kasse? Y a-t-il encore des places de libre? Gibt es noch freie Plätze? Gibt es noch freie Plätze? Combien coûte les billets d'entrée? Was kosten die Eintrittskarten? Was kosten die Eintrittskarten? Quand commence la séance? Wann beginnt die Vorstellung? Wann beginnt die Vorstellung? Combien de temps dure le film? Wie lange dauert der Film? Wie lange dauert der Film? Peut-on réserver des billets d'entrée? Kann man Karten reservieren? Kann man Karten reservieren? Je voudrais une place à l'arrière. Ich möchte hinten sitzen. Ich möchte hinten sitzen. Je voudrais eine place à l'avant. Ich möchte vorn sitzen. Ich möchte vorn sitzen. Je voudrais une place au milieu. Ich möchte in der Mitte sitzen. Ich möchte in der Mitte sitzen. Le film était captivant. Der Film war spannend. Der Film war spannend. Le film n'était pas ennuyeux. Der Film war nicht langweilig. Der Film war nicht langweilig. Mais le livre était mieux que le film. Aber das Buch zum Film war besser. Aber das Buch zum Film war besser. Comment était la musique? Wie war die Musik? War die Musik? Comment étaient les acteurs? Wie waren die Schauspieler? Wie waren die Schauspieler? Y avait-il des sous-titres en anglais? Gab es Untertitel an englischer Sprache? Gab es Untertitel an englischer Sprache? Est-ce que cette place est libre? Ist der Platz hier frei? Ist der Platz hier frei? Puis-je m'asseoir à côté de vous? Darf ich mich zu Ihnen setzen? Darf ich mich zu Ihnen setzen? Je vous en prie. Gern. Gern. Comment trouvez-vous la musique? Wie finden Sie die Musik? Wie finden Sie die Musik? Un peu trop forte. Ein bisschen zu laut. Ein bisschen zu laut. Mais le groupe joue très bien. Aber die Band spielt ganz gut. Aber die Band spielt ganz gut. Venez-vous souvent ici? Sind Sie öfter hier? Sind Sie öfter hier? Non, c'est la première fois. Nein, das ist das erste Mal. Nein. Das ist das erste Mal. Je n'y étais encore jamais venu. Ich war noch nie hier. Ich war noch nie hier. Voulez-vous danser? Tanzen Sie? Tanzen Sie? Plus tard, peut-être. Später vielleicht. Später vielleicht. Je ne sais pas très bien danser. Ich kann nicht so gut tanzen. Ich kann nicht so gut tanzen. C'est très simple. Das ist ganz einfach. Das ist ganz einfach. Je vous montrerai. Ich zeige es Ihnen. Ich zeige es Ihnen. Non, plutôt une autre fois. Nein, liebe ein anderes Mal. Nein, liebe ein anderes Mal. Est-ce que vous attendez quelqu'un? Warten Sie auf jemand? Warten Sie auf jemand? Oui, mon ami. Ja, auf meinen Freund. Ja, auf meinen Freund. Il arrive juste derrière nous. Da hinten kommt er ja. Da hinten kommt er ja. Tu dois faire notre valise. Du musst unseren Koffer packen. Du musst unseren Koffer packen. Du ne dois rien oublier. Du darfst nichts vergessen. Du darfst nichts vergessen. Tu as besoin d'une grande valise. Du brauchst einen großen Koffer. Du brauchst einen großen Koffer. N'oublie pas ton passeport. Vergiss nicht den Reisepass. Vergiss nicht den Reisepass. N'oublie pas ton billet d'avion. Vergiss nicht das Flugticket. Vergiss nicht das Flugticket. N'oublie pas tes chèques de voyage. Vergiss nicht die Reisechecks. Vergiss nicht die Reisechecks. Amène la crème solaire. Nimm Sonnencreme mit. Nimm Sonnencreme mit. Amène les lunettes de soleil. Nimm die Sonnenbrille mit. Nimm die Sonnenbrille mit. Amène le chapeau de soleil. Nimm den Sonnenhut mit. Nimm den Sonnenhut mit amener une carte routière? Willst du eine Straßenkarte mitnehmen? Willst du eine Straßenkarte mitnehmen? Veut-tu amener un guide de voyage? Willst du einen Reiseführer mitnehmen? Willst du einen Reiseführer mitnehmen? Willst tu amener un parapluie? Willst du einen Regenschirm mitnehmen? Willst du einen Regenschirm mitnehmen? Pense au pantalon, aux chemises et aux chaussettes. Denk an die Hosen, die Hemden, die Socken. Denk an die Hosen, die Hemden, die Socken. Pense aux cravates, aux ceintures et au veston. Denk an die Krawatten, die Gürtel Kurs. Denk an die Krawatten, die Gürtel, dieser Kurs. Pense aux pyjamas, aux chemises de nuit et aux t -shirts. Denk an die Schlafanzüge, die Nachthemden und die T-Shirts. Denk an die Schlafanzüge, die Nachthemden und die T-Shirts. Tu as besoin de chaussures, de sandales et de bottes. Du brauchst Schuhe, Sandalen und Stiefel. Du brauchst Schuhe, Sandalen und Stiefel. Du as Besoin de Mouchoir, de Savon et d'un Coupe-Ongle. Du brauchst Taschenticher, Seife und eine Nagelschere. Du brauchst Taschenticher, Seife und eine Nagelschere. Du hast Besoin d'un Peigne. D'une brosse à dents et du dentifrice. Du brauchst einen Kamm, eine Zahnbürste und Zahnpasta. Du brauchst einen Kamm, eine Zahnbürste und Zahnpasta. Est-ce que la plage est propre? Est-ce der Strand sauber? Est-ce qu'on peut se baigner là? Kann man dort baden? Kann man dort baden? Est-ce que c'est dangereux de se baigner là? Ist es nicht gefährlich, dort zu baden? Ist es nicht gefährlich, dort zu baden? Est-ce qu'on peut louer un Parasol ici? Kann man hier einen Sonnenschirm leihen? Kann man hier einen Sonnenschirm leihen? Est-ce qu'on peut louer une chaise longue ici? Kann man hier einen Liegestuhl leihen? Kann man hier einen Liegestuhl leihen? Est-ce qu'on peut louer un bateau ici? Kann man hier ein Boot leihen? Kann man hier ein Boot leihen? Je voudrais faire du surf. Ich würde gern surfen. Ich würde gern surfen. Je voudrais faire de la plongée. Ich würde gern tauchen. Ich würde gern tauchen. Je voudrais faire du ski nautique. Ich würde gern Wasserski fahren. Ich würde gern Wasserski fahren. Est-ce qu'on peut louer une planche de surf? Kann man ein Surfbrett mieten? Kann man ein Surfbrett mieten? Est-ce qu'on peut louer un équipement de plongée? Kann man eine Tauchausrüstung mieten? Kann man eine Tauchausrüstung mieten? Est-ce qu'on peut louer des skis nautiques? Kann man Wasser mieten? Kann man Wasser Je suis seulement un débutant. Ich bin erst Anfänger. Ich bin erst Anfänger. Je suis moyenne. Ich bin Gut. Ich bin Metalgood. Je m'y connais déjà bien. Ich kenne mich damit schon aus. Ich kenne mich damit schon aus. Où est le Teleski. Wo ist der Skilift? Wo ist der Skilift? As tu as les skis? Hast du den Skier dabei? Hast du den Skier dabei? As tu as les chaussures de ski? Hast du den Skischuh dabei? Hast du den Skischuh dabei? Pratiques du ein Sport? Treibst du Sport? Treibst du Sport? Oui, je dois bouger. Ja, ich muss mich bewegen. Ja, ich muss mich bewegen. Je vais au centre sportif. Ich gehe in einen Sportverein. Ich gehe in einen Sportverein. Nous jouons au football. Wir spielen Fußball. Wir spielen Fußball. Parfois nous nageons. Manchmal schwimmen wir. Manchmal schwimmen wir. Ou nous faisons du vélo. Oder wir fahren Rad. Oder wir fahren Rad. Dans notre ville, il y a un stade de football. In unserer Stadt gibt es ein Fußballstadion. In unserer Stadt gibt es ein Fußballstadion. Il y a aussi une piscine avec sauna. Es gibt auch ein Schwimmbad mit Sauna. Es gibt auch ein Schwimmbad mit Sauna. Et il y a un terrain de golf? Und es gibt einen Golfplatz. Und es gibt einen Golfplatz. Qui a-t-il la télévision? Was gibt es im Fernsehen? Was gibt es im Fernsehen? Il y a un match de foot. Gerade gibt es ein Fußballspiel. Gerade gibt es ein Fußballspiel. L'équipe allemande joue contre l'équipe anglaise. Die deutsche Mannschaft spielt gegen die englische. Die deutsche Mannschaft spielt gegen die englische. Qui gagne. Wer gewinnt? Wer gewinnt? Je n'en ai aucune idée. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Pour le moment, c'est match nul. Im Moment steht es unentschieden. Im Moment steht es unentschieden. L'arbitre vient de Belgique. Der Schiedsrichter kommt aus Belgien. Der Schiedsrichter kommt aus Belgien. Maintenant, il y a penalty. Jetzt gibt es einen Elfmeter. Jetzt gibt es einen Elfmeter. Bü. 1 -0. Tor. 1-0. Tor. 1 zu 0. Il fait chaud aujourd'hui. Heute ist es heiß. Heute ist es heiß. Si nous allions à la piscine. Gehen wir ins Schwimmbad. Gehen wir ins Schwimmbad. Hast tu envie d'aller nager? Hast du Lust? Schwimmen zu gehen? Hast du Lust, schwimmen zu gehen? Hast du eine Serviette de bain? Hast du ein Handtuch? Hast du ein Handtuch? Hast du eine culotte de bain? Hast du eine Badehose? Hast du eine Badehose? Hast du ein Maillot de bain? Hast du einen Badeanzug? Hast du einen Badeanzug? Sät tu nager? Kannst du schwimmen? Kannst du schwimmen? sais du plonger? Kannst du tauchen? Kannst du tauchen? Peux-tu sauter dans l'eau? Kannst du ins Wasser springen? Kannst du ins Wasser springen? Où est la douche? Wo ist die Dusche? Wo ist die Dusche? Où est la cabine pour se changer? Wo ist die Umkleidekabine? Wo ist die Umkleidekabine? Où sont les lunettes de plongée? Où est die Schwimmbrille? Wo ist die Schwimmbrille? Est-ce que l'eau est profonde? Ist das Wasser tief? Ist das Wasser tief? Est-ce que l'eau est propre? Ist das Wasser sauber? Ist das Wasser sauber? Est-ce que l'eau est chaude? Ist das Wasser warm? Ist das Wasser warm? Je caille. Ich friere. Ich friere. L'eau est trop froide. Das Wasser ist zu kalt. Das Wasser ist zu kalt. Je sors maintenant de l'eau. Ich gehe jetzt aus dem Wasser. Ich gehe jetzt aus dem Wasser. Je veux aller à la bibliothèque. Ich will in die Bibliothek. Ich will in die Bibliothek. Je veux aller à la librairie. Ich will in die Buchhandlung. Ich will in die Buchhandlung. Je veux aller au kiosk. Ich will zum kiosk. Ich will zum kiosk. Je veux emprunter un livre. Ich will ein Buch leihen. Ich will ein Buch leihen. Je veux acheter un livre. Ich will ein Buch kaufen. Ich will ein Buch kaufen. Je veux acheter un journal. Ich will eine Zeitung kaufen. Ich will eine Zeitung kaufen. Je veux aller à la bibliothèque pour emprunter livre. Ich will in die Bibliothek, um ein Buch zu leihen. Ich will in die Bibliothek, um ein Buch zu leihen je veux aller à la librairie pour acheter un livre. ich will in die buchhandlung um ein buch zu kaufen. ich will in die buchhandlung um ein buch zu kaufen. je veux aller au kiosque pour acheter un journal. ich will zum kiosk um eine zeitung zu kaufen. Ich will zum kiosk, um eine zeitung zu kaufen. Je veux aller chez l'opticien. Ich will zum Optiker. Ich will zum Optiker. Je veux aller au supermarché. Ich will zum supermarkt. Ich will zum supermarkt. Je veux aller chez le boulanger. Ich will zum Bäcker. Ich will zum Bäcker. Je veux acheter une paire de lunettes. Ich will eine Brille kaufen. Ich will eine Brille kaufen. Je veux acheter des fruits et des légumes. Ich will Obst und Gemüse kaufen. Ich will Obst und Gemüse kaufen. Je veux acheter des petits pains et du pain. Ich will Brötchen und Brot kaufen. Ich will Brötchen und Brot kaufen. Je veux aller chez l'opticien pour acheter une paire de lunettes. Ich will zum Optiker, um eine Brille zu kaufen. Ich will zum Optiker, um eine Brille zu kaufen. Je veux aller au supermarché pour acheter des fruits et des légumes. Ich will zum Supermarkt, um Obst und Gemüse zu kaufen. Ich will zum Supermarkt, um Obst und Gemüse zu kaufen. Je veux aller chez le boulanger pour acheter des petits pains et du pain. Ich will zum Bäcker, um Brötchen und Brot zu kaufen. Ich will zum Bäcker, um Brötchen und Brot zu kaufen. Si nous allions dans le grand magasin Gehen wir in ein Kaufhaus? Gehen wir in ein Kaufhaus? Je dois faire des courses. Ich muss Einkäufe machen. Ich muss Einkäufe machen. Je veux acheter beaucoup de choses. Ich will viel einkaufen. Ich will viel einkaufen. Où sont les articles de bureau? Wo sind die Büroartikel? Wo sind J'ai besoin d'enveloppes et de papier à lettres. Ich brauche Briefumschläge und Briefpapier. Ich brauche Briefumschläge und Briefpapier. J'ai besoin de stylos et de feutres. Ich brauche Kulis und Felsstifte. Ich brauche Kulis und Felsstifte. Où sont les Meubles? Wo sind die Möbel? Wo sind die Möbel? J'ai besoin d'une armoire et d'une commode. Ich brauche einen Schrank und eine Kommode. Ich brauche einen Schrank und eine Kommode. J'ai besoin d'un bureau et d’une étagère. Ich brauche einen Schreibtisch und ein Regal. Ich brauche einen Schreibtisch und ein Regal. Où sont les jouets? Wo sind die Spielsachen? Wo sind die Spielsachen? J'ai besoin d'une poupée et d'un ours sans peluche. Ich brauche eine Puppe und einen Teddybär. Ich brauche eine Puppe und einen Teddybär. J'ai besoin d'un Ballon de Foot et d'un jeu d'échecs. Ich brauche einen Fußball und ein Schachspiel. Ich brauche einen Fußball und ein Schachspiel. Wo sind les outils? Wo ist das Werkzeug? Wo ist das Werkzeug? J'ai besoin d'un Marteau et d'une Pince. Ich brauche einen Hammer und eine Zange. Ich brauche einen Hammer und eine Zange. J'ai besoin d'une perceuse et d'un tournevis. Ich brauche einen Bohrer und einen Schraubenzieher. Ich brauche einen Bohrer und einen Schraubenzieher. Où sont les bijoux? Wo ist der Schmuck? Wo ist der Schmuck? J'ai besoin d'une chaîne et d'un bracelet. Ich brauche eine Kette und ein Armband. Ich brauche eine Kette und ein Armband. J'ai besoin d'une bague et de boucles d'oreilles. Ich brauche einen Ring und Ohrringe. Ich brauche einen Ring und Ohrringe. Nous cherchons un magasin d'articles sportifs. Wir suchen ein Sportgeschäft. Wir suchen ein Sportgeschäft. Nous cherchons une boucherie. Wir suchen eine Fleischerei. Wir suchen eine Fleischerei. Nous cherchons eine pharmacie. Wir suchen eine Apotheke. Wir suchen eine Apotheke. C'est que nous voudrions acheter un ballon de football. Wir möchten nämlich einen Fußball kaufen. Wir möchten nämlich einen Fußball kaufen. C'est que nous voudrions acheter du Salami. Wir möchten nämlich Salami kaufen. Wir möchten nämlich Salami kaufen. C'est que nous voudrions acheter des médicaments. Wir möchten nämlich Medikamente kaufen. Wir möchten nämlich Medikamente kaufen. Nous cherchons un magasin d'articles de sport pour acheter un ballon de football. Wir suchen ein Sportgeschäft, um einen Fußball zu kaufen. Wir suchen ein Sportgeschäft, um einen Fußball zu kaufen. Nous cherchons eine boucherie pour acheter du salami. Wir suchen eine Fleischerei, um Salami zu kaufen. Wir suchen eine Fleischerei, um Salami zu kaufen. Nous cherchons eine pharmacie pour acheter des médicaments. Wir suchen eine Apotheke, um Medikamente zu kaufen. Wir suchen eine Apotheke, um Medikamente zu kaufen. Je cherche un bijoutier. Ich suche einen Juwelier. Ich suche einen Juwelier. Je cherche un magasin d'articles photographiques. Ich suche ein Fotogeschäft. Ich suche ein Fotogeschäft. Je cherche une pâtisserie. Ich suche eine Konditorei. Ich suche eine Konditorei. C'est que j'ai l'intention d'acheter une bague. Ich habe nämlich vor, einen Ring zu kaufen. Ich habe nämlich vor, einen Ring zu kaufen. C'est que j'ai l'intention d'acheter une pellicule. Ich habe nämlich vor, einen Film zu kaufen. Ich habe nämlich vor, einen Film zu kaufen. C'est que j'ai l'intention d'acheter une tarte. Ich habe nämlich vor, eine Torte zu kaufen. Ich habe nämlich vor, eine Torte zu kaufen. Je cherche un bijoutier pour acheter une bague. Ich suche einen Juwelier, um einen Ring zu kaufen. Ich suche einen Juwelier, um einen Ring zu kaufen. Ich suche ein Fotogeschäft, um einen Film zu kaufen. Ich suche ein Fotogeschäft, um einen Film zu kaufen. Je cherche une pâtisserie pour acheter une tarte. Ich suche eine Konditorei, um eine Torte zu kaufen. Ich suche eine Konditorei, um eine Torte zu kaufen. Je voudrais acheter un cadeau. Ich möchte ein Geschenk kaufen. Ich möchte ein Geschenk kaufen. Mais pas trop cher aber nichts allzu teures aber nichts allzu teures peut-être un sac à main vielleicht eine handtasche vielleicht eine handtasche quelle couleur désirez-vous welche farbe möchten sie welche farbe möchten sie noir Braun ou blanc? Schwarz, braun oder weiß? Schwarz, braun oder weiß? Ein grand ou un ein petit? Eine große oder eine kleine? Eine große oder eine kleine? Est-ce que je peux voir celui-ci? Darf ich diese mal sehen? Darf ich diese mal sehen? est en cuir? Ist die aus Leder? Ist die aus Leder? Ou en matière synthétique? Oder ist die aus Kunststoff? Oder ist die aus Kunststoff? En cuir véritable. Aus Leder natürlich. Aus Leder natürlich. C'est de la très bonne qualité. Das ist eine besonders gute Qualität. Das ist eine besonders gute Qualität. Et le sac est vraiment à un prix très avantageux. Und die Handtasche ist wirklich sehr preiswert. Und die Handtasche ist wirklich sehr preiswert. Il me plaît bien. Die gefällt mir. Die gefällt mir. Je le prends. Die nehme ich. Die nehme ich. Puis-je éventuellement l'échanger? Kann ich die eventuell umtauschen? Kann ich die eventuell umtauschen? Bien sûr. Selbstverständlich. Selbstverständlich. Nous vous faisons un paquet cadeau. Wir packen sie als Geschenk ein. Wir packen sie als Geschenk ein. La caisse est par derrière. Dort drüben ist die Kasse. Dort drüben ist die Kasse. Que faites vous dans la vie? Was machen Sie beruflich? Was machen Sie beruflich? Mon mari est médecin. Mein Mann ist Arzt von Beruf. Mein Mann ist Arzt von Beruf. Je travaille comme Infirmière à mi-temps. Ich arbeite halbtags als Krankenschwester. Ich arbeite halbtags als Krankenschwester. Nous partons bientôt à la retraite. Bald bekommen wir Rente. Bald bekommen wir Rente. Mais les impôts sont élevés. Aber die Steuern sind hoch. Aber die Steuern sind hoch. Et l'assurance maladie est chère. Und die Krankenversicherung ist hoch. Und die Krankenversicherung ist hoch. Que veux-tu faire plus tard? Was willst du einmal werden? Was willst du einmal werden? Je voudrais devenir ingénieur. Ich möchte Ingenieur werden. Ich möchte Ingenieur werden. Je veux étudier à l'Université. Ich will an der Universität studieren. Ich will an der Universität studieren. Je suis stagiaire. Ich bin Praktikant. Ich bin Praktikant. Je ne gagne pas beaucoup. Ich verdiene nicht viel. Ich verdiene nicht viel. Je fais un stage à l'étranger. Ich mache ein Praktikum im Ausland. Ich mache ein Praktikum im Ausland. C'est mon Chef. Das ist mein Chef. Das ist mein Chef. J'ai des collègues sympathiques. Ich habe nette Kollegen. Ich habe nette Kollegen. À midi, nous allons toujours à la cantine. Mittags gehen wir immer in die Kantein. Mittags gehen wir immer in die Kantein. Je cherche du travail. Ich suche eine Stelle. Ich suche eine Stelle. Je suis au chômage depuis déjà un an. Ich bin schon ein Jahr arbeitslos. Ich bin schon ein Jahr arbeitslos. Il y a trop de chômeurs dans ce pays. In diesem Land gibt es zu viele Arbeitslose. In diesem Land gibt es zu viele Arbeitslose. Avoir envie. Lust haben. Lust haben. Nous avons envie. Wir haben lust. Wir haben lust. Nous n'avons pas envie. Wir haben keine lust. Wir haben keine lust. Avoir peur. Angst haben Angst haben J'ai peur Ich habe Angst Ich habe Angst Je n'ai pas peur Ich habe keine Angst Ich habe keine Angst Avoir le temps Zeit haben Zeit haben. Il a le temps. Er hat Zeit. Er hat Zeit. Il n'a pas le temps. Er hat keine Zeit. Er hat keine Zeit. S'ennuyer. Langeweile haben. Langeweile haben. Elle s'ennuie. Sie hat Langeweile. Sie hat Langeweile. Elle ne s'ennuie pas. Sie hat keine Langeweile. Sie hat keine Langeweile. Avoir faim. Hunger haben. Hunger haben. Avez-vous faim? Habt ihr Hunger? Habt ihr Hunger? N'avez-vous pas faim? Habt ihr keinen Hunger? Habt ihr keinen Hunger? A avoir soif. Durst haben. Durst haben. Ils ont soif. Sie haben Durst. Sie haben Durst. Ils n'ont pas soif. Sie haben keinen Durst. Sie haben keinen Durst. J'ai rendez vous chez le docteur. Ich habe einen Termin beim Arzt. Ich habe einen Termin beim Arzt. J'ai rendez vous à 10 heures. Ich habe den Termin um 10 Uhr. Ich habe den Termin um 10 Uhr. Quel est votre nom? Wie ist Ihr Name? Wie ist Ihr Name? Veuillez vous asseoir dans la salle d'attente. Bitte nehmen Sie im Wartezimmer Platz. Bitte nehmen Sie im Wartezimmer Platz. Le Docteur va Der Arzt kommt gleich. Der Arzt kommt gleich. Où êtes-vous assuré? Wo sind Sie versichert? Wo sind Sie versichert? Que puis-je faire pour vous? Was kann ich für Sie tun? Was kann ich für Sie tun? Avez vous mal? Haben Sie Schmerzen? Haben Sie Schmerzen? Où avez mal? Wo tut es weh? Wo tut es weh? J'ai toujours mal au dos. Ich habe immer Rückenschmerzen. Ich habe immer Rückenschmerzen. J'ai souvent des maux de tête. Ich habe oft Kopfschmerzen. Ich habe oft Kopfschmerzen. Parfois, j'ai mal au ventre. Ich habe manchmal Bauchschmützen. Ich habe manchmal Bauchschmützen. Enlevez le haut, s'il vous plaît. Machen Sie bitte den Oberkörper frei. Machen Sie bitte den Oberkörper frei. Veuillez vous allonger sur la table d'examen. Legen Sie sich bitte auf die Liege. Legen Sie sich bitte auf die Liege. La tension est normale. Der Blutdruck ist in Ordnung. Der Blutdruck ist in Ordnung. Je vais vous faire une piqûre. Ich gebe Ihnen eine Spritze. Ich gebe Ihnen eine Spritze. Je vous prescris des comprimés. Ich gebe Ihnen Tabletten. Ich gebe Ihnen Tabletten. Je vous donne une ordonnance pour la pharmacie. Ich gebe Ihnen ein Rezept für die Apotheke. Ich gebe Ihnen ein Rezept für die Apotheke. Je dessine un homme. Ich zeichne einen Mann. Ich zeichne einen Mann. D'abord, la tête. Zuerst den Kopf. Zuerst den Kopf. L'homme porte un chapeau. Der Mann trägt einen Hut. Der Mann trägt einen Hut. On ne voit pas les cheveux. Die Haare sieht man nicht. Die Haare sieht man nicht. On ne voit pas non plus les oreilles. Die Ohren sieht man auch nicht. Die Ohren sieht man auch nicht. On ne voit pas non plus le dos. Den Rücken sieht man auch nicht. Den Rücken sieht man auch nicht. Je dessine les yeux et la bouche. Ich zeichne die Augen und den Mund. Ich zeichne die Augen und den Mund. L'homme dans série. Der Mann tanzt und lacht. Der Mann tanzt und lacht. L'homme a un long nez. Der Mann hat eine lange Nase. Der Mann hat eine lange Nase. Il porte une canne dans ses mains. Er trägt einen Stock in den Händen. Er trägt einen Stock in den Händen. Il porte également une écharpe autour du cou. Er trägt auch einen Schal um den Hals. Er trägt auch einen Schal um den Hals. C'est l'hiver et il fait froid. Es ist Winter und es ist kalt. Es ist Winter und es ist kalt. Les bras sont musclés. Die Arme sind kräftig. Die Arme sind kräftig. Les jambes sont également musclées. Die Beine sind auch kräftig. Die Beine sind auch kräftig. C'est un homme fait de neige. Der Mann ist aus Schnee. Der Mann ist aus Schnee. Il ne porte ni pantalon, ni manteau. Er trägt keine Hose und keinen Mantel. Er trägt keine Hose und keinen Mantel. Mais cet homme n'a pas froid. Aber der Mann friert nicht. Aber der Mann friert nicht. C'est un bonhomme de neige. Er ist ein Schneemann. Er ist ein Schneemann. Où est le bureau de poste le plus proche? Wo ist das nächste Postamt? Wo ist das nächste Postamt? Quelle est la distance jusqu'au bureau de poste le plus proche? Ist es weit bis zum nächsten Postamt? Ist es weit bis zum nächsten Postamt? Où est la boîte aux lettres la plus proche? Wo ist der nächste Briefkasten? Wo ist der nächste Briefkasten? J'ai besoin de quelques timbres. Ich brauche ein paar Briefmarken. Ich brauche ein paar Briefmarken. Pour une carte postale et une lettre. Für eine Karte und einen Brief. Für eine Karte und einen Brief. À combien s'élève l'affranchissement pour l'Amérique? Wie teuer ist das Porto nach Amerika? Wie teuer ist das Porto nach Amerika? Combien pèse ce paquet? Wie schwer ist das Paket? Wie schwer ist das Paket? Est-ce que je peux l'envoyer par avion? Kann ich es per Luftpost schicken? Kann ich es per Luftpost schicken? Combien de temps faut-il compter jusqu'à ce qu'il arrive? Wie lange dauert es, bis es ankommt? Wie lange dauert es, bis es ankommt? Où puis-je téléphoner? Wo kann ich telefonieren? Wo kann ich telefonieren? Où est la, la plus proche? Wo ist die nächste Telefonzelle? Wo ist die nächste Telefonzelle? Avez-vous des Haben Sie Telefonkarten? Haben Sie Telefonkarten? Avez-vous un annuaire téléphonique? Haben Sie ein Telefonbuch? Haben Sie ein Telefonbuch? Connaissez vous l'indicatif pour l'Autriche? Kennen Sie die Vorwahl von Österreich? Kennen Sie die Vorwahl von Österreich? Ein instant, je vais voir. Einen Augenblick, ich schau mal nach. Einen Augenblick. Ich schau mal nach. La ligne est toujours occupée. Die Leitung ist immer besetzt. Die Leitung ist immer besetzt. Quel Numéro avez-vous composé? Welche Nummer haben Sie gewählt? Welchem Nummer haben Sie gewählt? Vous devez d'abord composer le zéro sie müssen zuerst die null wählen. sie müssen zuerst die null wählen. je voudrais ouvrir un compte. ich möchte ein konto eröffnen. ich möchte ein konto eröffnen. voici mon passeport. hier ist mein pass. hier ist mein pass. Et voici mon adresse. Und hier ist meine Adresse. Und hier ist meine adresse. Je voudrais déposer de l'argent sur mon compte. Ich möchte Geld auf mein Konto einzahlen. Ich möchte Geld auf mein konto einzahlen. Je voudrais retirer de l'argent de mon compte. ich möchte geld von meinem konto abheben. ich möchte geld von meinem konto abheben. je voudrais recevoir mon relevé de compte. ich möchte die kontoauszüge abholen. ich möchte die kontoauszüge abholen. je voudrais toucher un chèque voyage. ich möchte einen reisescheck einlösen ich möchte einen reisescheck einlösen. a combien s'élève la commission? wie hoch sind die gebühren? wie hoch sind die gebühren? où dois je signer? wo muss ich unterschreiben? wo muss ich unterschreiben? j'attends un virement d'allemagne. Ich erwarte eine Überweisung aus Deutschland. Ich erwarte eine Überweisung aus Deutschland. Voici mon numéro de compte. Hier ist meine Kontonummer. Hier ist meine Kontonummer. Est-ce que l'argent est disponible? Ist das Geld angekommen? Ist das Geld angekommen? Je voudrais changer cette somme. Ich möchte dieses Geld wechseln. Ich möchte dieses Geld J'ai besoin de dollars américains. Ich brauche US-Dollar. Ich brauche US-Dollar. Donnez-moi des petites coupures, s'il vous plaît. Bitte geben Sie mir kleine Scheine. Bitte geben Sie mir kleine Scheine. Y a-t-il ici un distributeur automatique de billets? Gibt es hier einen Geldautomat? Gibt es hier einen Geldautomat? Quel montant est-il possible de retirer? Wie viel Geld kann man abheben? Wie viel Geld kann man abheben? Quelles sont les cartes de crédit qu'on peut utiliser? Welche Kreditkarten kann man benutzen? Welche Kreditkarten kann man benutzen? Le premier mois est janvier. Der erste Monat ist der Januar. Der erste Monat ist der Januar. Le deuxième mois est février. Der zweite Monat ist der Februar. Der zweite Monat ist der Februar. Le troisième mois est mars. Der dritte Monat ist der März. Der dritte Monat ist der März. Le quatrième mois est avril. Der vierte Monat ist der April. Der vierte Monat ist der April. Le cinquième mois est mai. Der fünfte Monat ist der Mail. Der fünfte Monat ist der Mail. Le sixième mois est juin. Der sechste Monat ist der juni. Der sechste Monat ist der juni. Il y a six mois dans une demi-année. Six monate sind ein halbes Jahr. Sechs monate sind ein halbes Jahr. Janvier, février, mars. Januar, février, mars. Januar, février, mars. Avril, mai, juin. April, Mai und Juni. April, Mai und Juni. Le septime mois est juillet. Der siebte Monat ist der Juli. Der siebte Monat ist der Juli. Le huitième mois. est août. Der 8. Monat ist der August. Der 8. Monat ist der August. Le neuvième mois est septembre. Der neunte Monat ist der September. Der neunte Monat ist der September. Le dixième mois est octobre. Der zehnte Monat ist der Oktober. Der zehnte Monat ist der Oktober. Le onzième mois est novembre. Der elfte Monat ist der November. Der elfte Monat ist der November. Le douzième mois est décembre. Der zwölfte Monat ist der Dezember. Der zwölfte Monat ist der Dezember. Il y a douze mois dans une année. Zwölf Monate sind ein Jahr. Zwölf Monate sind ein Jahr. Juillet, Auge, September. Juli, August, September. Juli, August, September. Oktober, November und Dezember. Oktober, November und Dezember. Oktober, November und Dezember apprendre lernen lernen les élèves apprennent-ils beaucoup lernen die schüler viel lernen die schüler viel non ils apprennent peu nein sie lernen wenig nein sie lernen wenig Demandez. Fragen. Fragen. Posez-vous souvent des questions à votre instituteur? Fragen Sie oft den Lehrer? Fragen Sie oft den Lehrer? Non, je ne le demande pas souvent. Nein, ich frage ihn nicht oft. Nein, ich frage ihn nicht oft. Répondre. Antworten. Antworten. Répondez, s'il vous plaît. Antworten Sie, bitte. Antworten Sie, bitte. Je réponds. Ich antworte. Ich antworte. Travailler. Arbeiten. Arbeiten. Travaille-t-il en ce moment? Arbeitet er gerade? Arbeitet er gerade? Oui, il travaille en ce moment. Ja, er arbeitet gerade. Ja, er arbeitet gerade. Venir. Kommen. Kommen. Venez-vous? Kommen Sie? Kommen Sie? Oui, nous arrivons tout de suite. Ja, wir kommen gleich. Ja. Wir kommen gleich. Habitez. Wohn. Wohn. Habitez-vous à Berlin? Wohnen Sie in Berlin? Wohnen Sie in Berlin? Oui, j'habite à Berlin. Ja, ich wohne in Berlin. Ja. Ich wohne in Berlin. J'ai un hobby. Ich habe ein Hobby. Ich habe ein Hobby. Je joue au tennis. Ich spiele Tennis. Ich spiele Tennis. Où est le terrain de tennis? Wo ist ein Tennisplatz? Wo ist ein Tennisplatz? As-tu ein hobby préféré? Hast du ein Hobby? Hast du ein Hobby? Je joue au foot. Ich spiele Fußball. Ich spiele Fußball. Où est le terrain de foot? Wo ist ein Fußballplatz? Wo ist ein Fußballplatz? Mon bras me fait mal. Mein Arm tut weh. Mein Arm tut weh. Mon pied et ma main me font également mal. Mein Fuß und meine Hand tun auch weh. Mein Fuß und meine Hand tun auch weh. Y a-t-il un médecin? Wo ist ein Doktor? Wo ist ein Doktor? J'ai une voiture. Ich habe ein Auto. Ich habe ein Auto. J'ai aussi une moto. Ich habe auch ein Motorrad. Ich habe auch ein Motorrad. Où est le parking? Wo ist ein Parkplatz? Wo ist ein Parkplatz? J'ai un pull. Ich habe einen Pullover. Ich habe einen Pullover. J'ai aussi une veste et un jean. Ich habe auch eine Jacke und eine Jeans. Ich habe auch eine Jacke und eine Jeans. Où est la machine à laver? Wo ist die Waschmaschine? Wo ist die Waschmaschine? J'ai une Assiette. Ich habe einen Teller. Ich habe einen Teller. J'ai un couteau, une Fourchette et une Cuillère. Ich habe ein Messer, eine Gabel und einen Löffel. Ich habe ein Messer, eine Gabel und einen Löffel. Où sont le sel et le poivre? Wo sind Salz und Pfeffer? Wo sind Salz und Pfeffer? Je ne comprends pas le mot. Ich verstehe das Wort nicht. Ich verstehe das Wort nicht. Je ne comprends pas la phrase. Ich verstehe den Satz nicht. Ich verstehe den Satz nicht. Je ne comprends pas le sens. Ich verstehe die Bedeutung nicht. Ich verstehe die Bedeutung nicht. L'Instituteur. Der Lehrer. Der Lehrer. Comprenez-vous l'Instituteur? Verstehen Sie den Lehrer? Verstehen Sie den Lehrer? Oui, je le comprends bien. Ja, ich verstehe ihn gut. Ja, ich verstehe ihn gut. L'Institutrice. Die Lehrerin. Die Lehrerin. Est-ce que vous comprenez l'institutrice? Verstehen Sie die Lehrerin? Verstehen Sie die Lehrerin? Oui, je la comprends bien. Ja, ich verstehe Sie gut. Ja, ich verstehe Sie gut. Les gens. Die Leute. Die Leute. Est-ce que vous comprenez les gens? Verstehen Sie die Leute? Verstehen Sie die Leute? Non, je ne les comprends pas très bien. Nein, ich verstehe sie nicht so gut. Nein, ich verstehe sie nicht so gut. L'ami, die Freundin. Die Freundin. Avez-vous une amie? Haben Sie eine Freundin? Haben Sie eine Freundin? Oui, j'en ai. Ja, ich habe eine. Ja, ich habe eine. La fille. Die Tochter. Die Tochter. Avez-vous une fille? Haben Sie eine Tochter? Haben Sie eine Tochter? Non, je n'en ai pas. Nein, ich habe keine. Nein, ich habe keine. Est-ce que la bague est chère? Ist der Ring teuer? Ist der Ring teuer? Non, elle ne coûte que 100 euros. Nein, elle ne coûte que 100 euros. er kostet nur 100 50. Mais, j'en ai seulement 50. Mais, j'en ai seulement 50. Mais, j'en ai seulement 50. As-tu déjà terminé? Bist du schon fertig? Bist du schon fertig? Non, pas encore. Nein, noch nicht. Nein, noch nicht. Mais j'aurai bientôt fini. Aber gleich bin ich fertig. Aber gleich bin ich fertig. Veux-tu encore de la soupe? Möchtest du noch suppe? Möchtest du noch suppe? Non, je n'en veux plus. Nein, ich will keine mehr. Nein, ich will keine mehr. Mais, encore une glace. Aber noch ein Eis. Aber noch ein Eis. Habites tu depuis longtemps ici? Wohnst du schon lange hier? Wohnst du schon lange hier? Non, juste un mois. Nein, erst einen Monat. Nein, erst einen Monat. Mais je connais déjà beaucoup de personnes. Aber ich kenne schon viele Leute. Aber ich kenne schon viele Leute. Va tu à la maison demain? Fährst du morgen nach Hause? Fährst du morgen nach Hause? Non, seulement en weekend. Nein, erst am Wochenende. Nein, erst am Wochenende. mais je rentre déjà dimanche. aber ich komme schon am sonntag zurück. aber ich komme schon am sonntag zurück. est-ce que ta fille est déjà une adulte? ist deine tochter schon erwachsen? ist deine tochter schon erwachsen? non, elle a seulement dix-sept ans. nein. Sie ist erst 17. Nein, sie ist erst 17. Mais elle a déjà un petit ami. Aber sie hat schon einen Freund. Aber sie hat schon einen Freund. Je, maman. Ich, mein. Ich, mein. Je ne trouve pas ma Clé. Ich finde meinen Schlüssel nicht. Ich finde meinen Schlüssel nicht. Je ne trouve pas mon billet. Ich finde meine Fahrkarte nicht. Ich finde meine Fahrkarte nicht. Du, Du, dein. Du, as tu trouvé ta clé? Hast du deinen Schlüssel gefunden? Hast du deinen Schlüssel gefunden? as tu trouvé ton billet? Hast du deine Fahrkarte gefunden? Hast du deine Fahrkarte gefunden? Il, sa sein Er sein Sais-tu où est sa clé? Weißt du, wo sein Schlüssel ist? Weißt du, wo sein Schlüssel ist? Sais-tu où est son billet? Weißt du, wo seine Fahrkarte ist? Weißt du, wo seine Fahrkarte ist? Elle, sa son. Sie, ihr. Sie, ihr. Son argent a disparu. Ihr Geld ist weg. Ihr Geld ist weg. Sa carte de crédit a aussi disparu. Und ihre Kreditkarte ist auch weg. Und ihre Kreditkarte ist auch weg. Nous, notre. Wir, unser. Wir, unser. Notre grand-père est malade. Unser Opa ist krank. Unser Opa ist krank. Notre grand-mère est en bonne santé. Unsere Oma ist gesund. Unsere Oma ist gesund vous votre hier yeah, euer yeah, eu. les enfants où est votre papa Kinder wo ist euer fati? Kinder wo ist euer vati les enfants où est votre maman Kinder wo ist eure mutti Kinder, wo ist eure Mutti? Les Lunettes. Die Brille. Die Brille. Il a oublié ses Lunettes. Er hat seine Brille vergessen. Er hat seine Brille vergessen. Où a il donc mis ses Lunettes? Wo hat er denn seine Brille? Wo hat er denn seine Brille? La montre l'horloge. Die Uhr. Die Uhr. Sa Montre est cassée. Seine Uhr ist kaputt. Seine Uhr ist kaputt. L'horloge est accrochée au mur. Die Uhr hängt an der Wand. Die Uhr hängt an der Wand. Le passeport. Der Pass. Der Pass. Il a perdu son passeport. Er hat seinen Pass verloren. Er hat seinen Pass verloren. Où a-t-il donc mis son passeport? Wo hat er denn seinen Pass? Wo hat er denn seinen Pass? Il, leur. Sie, ihr. Sie, ihr. Les enfants ne peuvent pas trouver leurs parents. Die Kinder können ihre Eltern nicht finden. Die Kinder können ihre Eltern nicht finden. Mais voici leurs parents qui arrivent juste à l'instant aber da kommen ja ihre eltern aber da kommen ja ihre eltern vous votre sie ihr sie ihr comment s'est passé votre voyage monsieur müller wie war ihre reise herr müller wie war ihre reise herr müller Où est votre femme, monsieur Mulet Wo est ihre Frau, Herr Müller? Wo est ihre Frau, Herr Müller? Vous, votre. Sie, ihr. Sie, ihr. Comment s'est passé votre voyage, madame Kimde? Wie war ihre Reise, Frau Schmidt? Wie war Ihre Reise, Frau Schmidt? Où est votre mari, Madame Kmide? Wo ist ihr Mann, Frau Schmidt? Wo ist ihr Mann, Frau Schmidt? Grand et petit. Gross und klein. groß und klein. L'éléphant est grand. Der Elefant ist groß. Der Elefant ist groß. La souris est petite. Die Maus ist klein. Die Maus ist klein. Sombre et clair. Dunkel und hell. Dunkel und hell. La nuit est sombre. Die Nacht ist dunkel. Die Nacht ist dunkel. Le jour est clair. Der Tag ist hell. Der Tag ist hell. Vieux et jeune. Alt und jung. Alt und jung. Notre grand-père est très vieux. Unser Großvater ist sehr alt. Unser Großvater ist sehr alt. Il y a dix ans, il était encore jeune. Vor 70 Jahren war er noch jung. Vor 70 Jahren war er noch jung. Schön und hässlich. Schön und hässlich. Le papillon est beau. Der Schmetterling ist schön. Der Schmetterling ist schön. L'araignée est laide. Die Spinne ist hässlich. Die Spinne ist hässlich. Gros et maigre. Dick und dünn. Dick und dünn. Une femme de 100 kg est grosse. Eine Frau mit 100 kg ist dick. Eine Frau mit 100 kg ist dick. Un homme de 50 kg est maigre. Ein Mann mit 50 kg ist dünn. Ein Mann mit 50 kg ist dünn. Cher et bon marché. Teuer und billig teuer und billig L'automobile est cher Das Auto ist teuer Das Auto ist teuer Le journal est bon marché Die Zeitung ist billig Die Zeitung ist billig J'ai besoin d'un lit Ich brauche ein Bett ich brauche ein Bett. Je veux dormir. Ich will schlafen. Ich will schlafen. Y a-t-il un lit ici? Gibt es hier ein B? Gibt es hier ein B? J'ai besoin d'une lampe. Ich brauche eine Lampe. Ich brauche eine Lampe. Je veux lire. Ich will lesen. Ich will lesen. Y a-t-il une lampe ici? Gibt es hier eine Lampe? Gibt es hier eine Lampe? J'ai besoin d'un téléphone. Ich brauche ein Telefon. Ich brauche ein Telefon. Je veux téléphoner. Ich will telefonieren. Ich will telefonieren. Y a-t-il un téléphone ici? Gibt es hier ein Telefon? Gibt es hier ein Telefon? J'ai besoin d'une caméra. Ich brauche eine Kamera. Ich brauche eine Kamera. Je veux prendre des photos. Ich will fotografieren. Ich will fotografieren. Y a-t-il une ici? Gibt es hier eine Kamera? Gibt es hier eine Kamera? J'ai besoin d'un ordinateur. Ich brauche einen Computer. Ich brauche einen Computer. Je veux envoyer un mail. Ich will eine E-Mail schicken. Ich will eine E-Mail schicken. Y a-t-il un ordinateur ici? Gibt es hier einen Computer? Gibt es hier einen Computer? J'ai besoin d'un stylo. Ich brauche einen Kuli. Ich brauche einen Kuli. Je veux écrire quelque chose. Ich will etwas schreiben. Ich will etwas schreiben. Y a-t-il une feuille de papier et un stylo ici? Gibt es hier ein Blatt Papier und einen Kuli? gibt es hier ein blatt papier und einen kuli? désirez vous fumer? möchten sie rauchen? möchten sie rauchen? désirez vous danser? möchten sie tanzen? möchten sie tanzen? désirez vous vous promener? möchten sie spazieren gehen? möchten sie spazieren gehen je voudrais fumer ich möchte rauchen ich möchte rauchen veux-tu une cigarette möchtest du eine zigarette möchtest du eine zigarette il voudrait du feu er möchte feuer er möchte Feuer. Je voudrais boire quelque chose. Ich möchte etwas trinken. Ich möchte etwas trinken. Je voudrais manger quelque chose. Ich möchte etwas essen. Ich möchte etwas essen. Je voudrais me reposer. Ich möchte mich etwas ausruhen. Ich möchte mich etwas ausruhen. Je voudrais vous demander quelque chose. Ich möchte Sie etwas fragen. Ich möchte Sie etwas fragen. Je voudrais vous demander quelque chose. Ich möchte Sie um etwas bitten. Ich möchte Sie um etwas bitten. Je voudrais vous inviter à quelque chose. Ich möchte Sie zu etwas einladen. Ich möchte Sie zu etwas einladen. Que désirez-vous, s'il vous plaît? Was möchten Sie bitte? Was möchten Sie bitte? Désirez-vous un café? Möchten Sie einen Kaffee? Möchten Sie einen Kaffee? Ou préférez-vous un thé? Oder möchten Sie lieber einen Tee? Oder möchten Sie lieber einen Tee? Nous voudrions aller à la maison. Wir möchten nach Hause fahren. Wir möchten nach Hause fahren. Désirez-vous prendre un taxi? möchtet ihr ein taxi möchte die ein taxi il voudrait téléphoner sie möchten telefonieren sie möchten telefonieren qu'est-ce que vous voulez was wollt ihr was wollt ihr est-ce que vous voulez jouer au football Wollt ihr Fußball spielen? Wollt ihr Fußball spielen? Est-ce que vous voulez rendre visite à des amis? Wollt ihr Freunde besuchen? Wollt ihr Freunde besuchen? Vouloir. Wollen. Vollen. Je ne veux pas arriver en retard. Ich will nicht spät kommen. Ich will nicht spät kommen. Je ne veux pas y aller. Ich will nicht hingehen. Ich will nicht hingehen. Je veux aller à la maison. Ich will nach Hause gehen. Ich will nach Hause gehen. Je veux rester à la maison. Ich will zu Hause bleiben. Ich will zu Hause bleiben. Je veux être seul. Ich will allein sein. Ich will allein sein. Veux tu rester ici? Willst du hier bleiben? Willst du hier bleiben? Veux tu manger ici? Willst du hier essen? Willst du hier essen? Veux-tu dormir ici? Willst du hier schlafen? Willst du hier schlafen? Voulez-vous partir demain? Wollen Sie morgen abfahren? Wollen Sie morgen abfahren? Voulez-vous rester jusqu'à demain? Wollen Sie bis morgen bleiben? Wollen Sie bis morgen bleiben? Voulez-vous régler la note seulement demain? Wollen Sie die Rechnung erst morgen bezahlen? Wollen Sie die Rechnung erst morgen bezahlen? Voulez-vous aller à la discothèque? Wollt ihr in die Disco? Wollt ihr in die Disco? Voulez-vous aller au cinéma? Wollt ihr ins Kino? Wollt ihr ins Kino? Voulez-vous aller au café? Wollt ihr ins café? Wollt ihr ins café? Devoir. Messen. Messen. Je dois envoyer une lettre. Ich muss den Brief verschicken. Ich muss den Brief verschicken. Je dois payer l'hôtel. Ich muss das Hotel bezahlen. Ich muss das Hotel bezahlen. Tu dois te lever tôt. Du musst früh aufstehen. Du musst früh aufstehen. Du dois beaucoup travailler. Du musst viel arbeiten. Du musst viel arbeiten. Tu dois être à l Du musst pünktlich sein. Du musst pünktlich sein. Il doit faire le plein. Er muss tanken. Er muss tanken. Il doit réparer la voiture. Er muss das Auto reparieren. Er muss das Auto reparieren. Il doit laver la voiture. Er muss das Auto waschen. Er muss das Auto waschen. Elle doit faire des achats. Sie muss einkaufen. Sie muss einkaufen. Elle doit faire le ménage dans l'appartement. Sie muss die Wohnung putzen. Sie muss die Wohnung putzen. Elle doit laver le linge. Sie muss die Wäsche waschen. Sie muss die Wäsche waschen. Nous devons aller tout de suite à l'école. Wir müssen gleich zur Schule gehen. Wir müssen gleich zur Schule gehen. Nous devons aller tout de suite au travail. Wir müssen gleich zur Arbeit gehen. Wir müssen gleich zur Arbeit gehen. Nous devons aller tout de suite chez le médecin. Wir müssen gleich zum Arzt gehen. Wir müssen gleich zum Arzt gehen. Vous devez attendre le bus. Ihr müsst auf den Bus warten. Ihr müsst auf den Bus warten. Vous devez attendre le train. Ihr müsst auf den Zug warten. Ihr müsst auf den Zug warten. Vous devez attendre le taxi. Ihr müsst auf das Taxi warten. Ihr müsst auf das Taxi warten. Est-ce que tu peux déjà conduire une voiture? Darfst du schon Auto fahren? Darfst du schon Auto fahren? Est-ce que tu peux déjà boire de l'alcool? Darfst du schon Alkohol trinken? Darfst du schon Alkohol trinken? Est-ce que tu peux déjà aller seul à l'étranger? Darfst du schon allein ins Ausland fahren? Darfst du schon allein ins Ausland fahren? Avoir le droit pouvoir. Dürfen. Dürfen. Est-ce que nous pouvons fumer ici? Dürfen wir hier rauchen? Dürfen wir hier rauchen? A-t-on le droit de fumer ici? Darf man hier rauchen? Darf man hier rauchen? Est-ce qu'on peut payer avec une carte de crédit? Darf man mit Kreditkarte bezahlen? Darf man mit Kreditkarte bezahlen? Est-ce qu'on peut payer par chèque? Darf man mit Scheck bezahlen? Darf man mit Scheck bezahlen? Peut-on payer seulement comptant? Darf man nur bar bezahlen? Darf man nur bar bezahlen? Est-ce que je peux téléphoner? Darf ich mal eben telefonieren? Darf ich mal eben telefonieren? Est-ce que je peux vous demander quelque chose? Darf ich mal eben etwas fragen? Darf ich mal eben etwas fragen? Est-ce que je peux vous dire quelque chose? Darf ich mal eben etwas sagen? Darf ich mal eben etwas sagen? Il ne peut pas dormir dans le parc. Er darf nicht im Park schlafen. Er darf nicht im Park schlafen. Il ne peut pas dormir dans la voiture. Er darf nicht im Auto schlafen. Er darf nicht im Auto schlafen. Il ne peut pas dormir dans la gare. Er darf nicht am Bahnhof schlafen. Er darf nicht am Bahnhof schlafen. Pouvons nous prendre place? Dürfen wir Platz nehmen? Dürfen wir Platz nehmen? Pouvons nous avoir la carte? Dürfen wir die Speisekarte haben? Dürfen wir die Speisekarte haben? Pouvons nous payer séparément? Dürfen wir getrennt zahlen? Dürfen wir getrennt zahlen? Pourriez-vous me couper les cheveux? Können Sie mir die Haare schneiden? Können Sie mir die Haare schneiden? Pas trop court, s'il vous plaît. Nicht zu kurz, bitte. Nicht zu kurz, bitte. Un peu plus court, s'il vous plaît. Etwas kürzer, bitte. Etwas kürzer, bitte. Pourriez-vous me développer les photos? Können Sie die Bilder entwickeln? Können Sie die Bilder entwickeln? Les photos sont sur le CD. Die Fotos sind auf der CD. Die Fotos sind auf der CD. Les photos sont dans l'appareil photo. Die Fotos sind in der Kamera. Die Fotos sind in der Kamera. Pourriez-vous me réparer la montre? Können Sie die Uhr reparieren? Können Sie die Uhr reparieren? Le verre est cassé. Das Glas ist kaputt. Das Glas ist kaputt. La pile est vide. Die Batterie ist leer. Die Batterie ist leer. Pourriez-vous me repasser la chemise? Können Sie das Hemd bügeln? Können Sie das Hemd bügeln? Pourriez-vous me nettoyer le pantalon? Können Sie die Hose reinigen? Können Sie die Hose reinigen? Pourriez-vous me réparer les chaussures? Können Sie die Schuhe reparieren? Können Sie die Schuhe reparieren? Pourriez-vous me donner du feu? Können Sie mir Feuer geben? Können Sie mir Feuer geben? Avez-vous des allumettes ou un briquet? Haben Sie Streichhölzer oder ein Feuerzeug? Haben Sie Streichhölzer oder ein Feuerzeug? Avez-vous un cendrier? Haben Sie einen Aschenbecher? Haben Sie einen Aschenbecher? Fumez-vous des cigares? Rauchen Sie Zigarren? Rauchen Sie Zigarren? Fumez-vous des cigarettes? Rauchen Sie Zigaretten? Rauchen Sie Zigaretten? Fumez-vous la pipe? Rauchen Sie Pfeife? Rauchen Sie Pfeife? Pourquoi ne venez-vous pas? warum kommen sie nicht? warum kommen sie nicht? le temps est trop mauvais. das wetter ist so schlecht. das wetter ist so schlecht. je ne viens pas parce que le temps est trop mauvais. ich komme nicht weil das wetter so schlecht ist. ich komme nicht weil das wetter so schlecht ist. Pourquoi ne vient-il pas? Warum kommt er nicht? Warum kommt er nicht? Il n'est pas invité. Er ist nicht eingeladen. Er ist nicht eingeladen. Il ne vient pas parce qu'il n'est pas invité. Er kommt nicht, weil er nicht eingeladen ist. Er kommt nicht, weil er nicht eingeladen ist. Pourquoi ne viens-tu pas? Warum kommst du nicht? Warum kommst du nicht? Je n'ai pas le temps. Ich habe keine Zeit. Ich habe keine Zeit. Je ne viens pas parce que je n'ai pas le temps ich komme nicht weil ich keine zeit habe ich komme nicht weil ich keine zeit habe pourquoi ne restes tu pas warum bleibst du nicht warum bleibst du nicht je dois encore travailler ich muss noch arbeiten ich muss noch arbeiten Je ne reste pas parce que je dois encore travailler. Ich bleibe nicht, weil ich noch arbeiten muss. Ich bleibe nicht, weil ich noch arbeiten muss. Pourquoi partez-vous déjà? Warum gehen Sie schon? Warum gehen Sie schon? Je suis fatigué. Ich bin müde. Ich bin müde. Je pars déjà parce que je suis fatigué. Ich gehe, weil ich müde bin. Ich gehe, weil ich müde bin. Pourquoi partez-vous déjà? Warum fahren Sie schon? Warum fahren Sie schon? Il est déjà tard. Es ist schon spät. Es ist schon spät. Je pars déjà parce qu'il est déjà tard. Ich fahre, weil es schon spät ist. Ich fahre, weil es schon spät ist. Pourquoi nes pas venu? Warum bist du nicht gekommen? Warum bist du nicht gekommen? Malade. Ich war krank. Ich war krank. Je ne suis pas venu parce que j'étais malade. Ich bin nicht gekommen, weil ich krank war. Ich bin nicht gekommen, weil ich krank war. Pourquoi n'est-elle pas venu? Warum ist sie nicht gekommen? Warum ist sie nicht gekommen? Elle était fatiguée. Sie war müde. Sie war müde. Elle n'est pas venue parce qu'elle était fatiguée. Sie ist nicht gekommen, weil sie müde war. Sie ist nicht gekommen, weil sie müde war. Pourquoi n'est-il pas venu? Warum ist er nicht gekommen? Warum ist er nicht gekommen? Il n'avait pas envie. Er hatte keine Lust. Er hatte keine Lust. Il n'est pas venu parce qu'il n'avait pas envie. Er ist nicht gekommen, weil er keine Lust hatte. Er ist nicht gekommen, weil er keine Lust hatte. Pourquoi n'êtes-vous pas venu? Warum seid ihr nicht gekommen? Warum seid ihr nicht gekommen? Notre voiture était en panne. Unser Auto ist kaputt. Unser Auto ist kaputt. Nous ne sommes pas venus parce que notre voiture était en panne. Wir sind nicht gekommen, weil unser Auto kaputt ist Wir sind nicht gekommen weil unser Auto kaputt ist Pourquoi les gens ne sont-ils pas venus Warum sind die Leute nicht gekommen Warum sind die Leute nicht gekommen Ils ont manqué le train Sie haben den Zug verpasst Sie haben den Zug verpasst. Ils ne sont pas venus parce qu'ils ont manqué le train. Sie sind nicht gekommen, weil sie den Zug verpasst haben. Sie sind nicht gekommen, weil sie den Zug verpasst haben. n'es-tu pas venu? Warum bist du nicht gekommen? Warum bist du nicht gekommen? Je ne le pouvais pas. Ich durfte nicht. Ich durfte nicht. Je ne suis pas venu parce que je ne le pouvais pas. Ich bin nicht gekommen, weil ich nichts durfte. Ich bin nicht gekommen, weil ich nichts durfte. Pourquoi ne mangez-vous pas la tarte? Warum essen Sie die Torte nicht? Warum essen Sie die Torte nicht? Je dois maigrir. Ich muss abnehmen. Ich muss abnehmen. Je ne la mange pas parce que je dois maigrir. Ich esse sie nicht, weil ich abnehmen muss. Ich esse sie nicht, weil ich abnehmen muss. Pourquoi ne buvez-vous pas la bière? Warum trinken Sie das Bier nicht? Warum trinken Sie das Bier nicht? Je dois encore conduire. Ich muss noch fahren. Ich muss noch fahren. Je ne la bois pas parce que je dois encore conduire. Ich trinke es nicht, weil ich noch fahren muss. Ich trinke es nicht. weil ich noch fahren muss Pourquoi ne bois-tu pas le café Warum trinkst du den Kaffee nicht Warum trinkst du den Kaffee nicht Il est froid Er ist kalt Er ist kalt Je ne le bois pas parce qu'il est froid Ich trinke ihn nicht Weil er kalt ist. Ich trinke ihn nicht, weil er kalt ist. Pourquoi ne bois-tu pas le thé? Warum trinkst du den Tee nicht? Warum trinkst du den Tee nicht? Je n'ai pas de sucre. Ich habe keinen Zucker. Ich habe keinen Zucker. Je ne le bois pas parce que je n'ai pas de sucre. Ich trinke ihn nicht, weil ich keinen Zucker habe. Ich trinke ihn nicht, weil ich keinen Zucker habe. Pourquoi ne mangez-vous pas la soupe? Warum essen Sie die Suppe nicht? Warum essen Sie die Suppe nicht? Je ne l'ai pas commandé. Ich habe sie nicht bestellt. Ich habe sie nicht bestellt. Je ne la mange pas parce que je ne l'ai pas commandée. Ich esse sie nicht, weil ich sie nicht bestellt habe. Ich esse sie nicht, weil ich sie nicht bestellt habe. Pourquoi ne mangez vous pas la viande? Warum essen Sie das Fleisch nicht? Warum essen Sie das Fleisch nicht? Je suis végétarien végétarienne. Ich bin Vegetarier. Ich bin Vegetarier. Je ne la mange pas parce que je suis végétarien végétarienne. Ich esse es nicht, weil ich Vegetarier bin. Ich esse es nicht, weil ich Vegetarier bin. Une vieille femme Eine alte Frau Eine alte Frau Une grosse femme Eine dicke Frau Eine dicke Frau Une femme curieuse Eine neugierige Frau Eine neugierige Frau une nouvelle voiture un neuer wagen ein neuer wagen une voiture rapide ein schneller wagen ein schneller wagen une voiture confortable ein bequeme wagen ein bequeme wagen un vêtement bleu. Ein blaues Kleid. Ein blaues Kleid. Un vêtement rouge. Ein rotes Kleid. Ein rotes Kleid. Un vêtement vert. Ein grünes Kleid. Ein grünes Kleid. Ein Sack noir. Eine schwarze Tasche. Eine schwarze Tasche. Ein Sack brun. Eine braune Tasche. Eine braune Tasche. Ein Sack blanc. Eine weiße Tasche. Eine weiße Tasche. Des gens sympathiques. Nette Leute. Nette Leute. Des gens polis. Höfliche Leute. Höfliche Leute. Des gens intéressants. Interessante Leute. Interessante Leute des enfants affectueux Liebe Kinder Liebe Kinder des enfants effrontés Freche Kinder Freche Kinder des enfants sages Brave Kinder Brave Kinder Je une robe ich habe ein blaues Kleid an. Ich habe ein blaues Kleid an. Je porte une robe rouge. Ich habe ein rotes Kleid an. Ich habe ein rotes Kleid an. porte une robe verte. Ich habe ein grünes Kleid an. Ich habe ein grünes Kleid an. J'achète un sac noir. Ich kaufe eine schwarze Tasche. Ich kaufe eine schwarze Tasche. J'achète un sac brun. Ich kaufe eine braune Tasche. Ich kaufe eine braune Tasche. J'achète un sac blanc. Ich kaufe eine weiße Tasche. Ich kaufe eine weiße Tasche. J'ai besoin d'une nouvelle voiture. Ich brauche einen neuen Wagen. Ich brauche einen neuen Wagen. J'ai besoin d'une voiture rapide. Ich brauche einen schnellen Wagen. Ich brauche einen schnellen Wagen. J'ai besoin d'une voiture confortable. Ich brauche einen bequemen Wagen. Ich brauche einen bequemen Wagen. En haut habite une vieille femme. Da oben wohnt eine alte Frau. Da oben wohnt eine alte Frau. En haut habite une grosse femme. Da oben wohnt eine dicke Frau. Da oben wohnt eine dicke Frau. En bas habite une femme curieuse. Da unten wohnt eine neugierige Frau. Da unten wohnt eine neugierige Frau. Nos hôtes étaient des gens sympathiques. Unsere Gäste waren nette Leute. Unsere Gäste waren nette Leute. Nos étaient des gens Unsere Gäste waren höfliche Leute. Unsere Gäste waren höfliche Leute. Des gens Unsere Gäste waren interessante Leute. Unsere Gäste waren interessante Leute. J'ai des enfants affectueux. Ich habe liebe Kinder. Ich habe liebe Kinder. Mais les voisins ont des enfants effrontés. Aber die Nachbarn haben freche Kinder. Aber die Nachbarn haben freche Kinder. Est-ce que vos enfants sont sages? Sind ihre Kinder brav? Sind ihre Kinder brav? Elle a un chien. Sie hat einen Hund. Sie hat einen Hund. Le chien est grand. Der Hund ist groß. Der Hund ist groß. Elle a un grand chien. Sie hat einen großen Hund. Sie hat einen großen Hund. Elle a une maison. Sie hat ein Haus. Sie hat ein Haus. La maison est petite. Das Haus ist klein. Das Haus ist klein. Elle a une petite maison. Sie hat ein kleines Haus. Sie hat ein kleines Haus. Il loge dans un hôtel. Er wohnt in einem Hotel. Er wohnt in einem Hotel. L'hôtel est bon marché. Das Hotel ist billig. Das Hotel ist billig. Il loge dans un hôtel bon marché. Er wohnt in einem billigen Hotel. Er wohnt in einem billigen Hotel. Il a une voiture. Er hat ein Auto. Er hat ein Auto. La voiture est chère. Das Auto ist teuer. Das Auto ist teuer. Il a une voiture chère. Er hat ein teures Auto. Er hat ein teures Auto. Il Roman. Er liest einen Roman. Er liest einen Roman. Le Roman est ennuyeux. Der Roman ist langweilig. Der Roman ist langweilig. Il un roman ennuyeux. er liest einen langweiligen roman er liest einen langweiligen roman er regarde un film sie sieht einen film sie sieht einen film le film est captivant der film ist spannend der Film ist spannend. Elle regarde un film captivant. Sie sieht einen spannenden Film. Sie sieht einen spannenden Film. Écrire. Schreiben. Schreiben. Il écrivait une lettre. Er schrieb einen Brief. Er schrieb einen Brief. Et elle écrivait une carte. Und sie schrieb eine Karte. Und sie schrieb eine Karte. Lier. Lesen. Lesen. Il lisait un magazine. Er las eine Illustrierte. Er las eine illustrierte. Et elle lisait un livre. Und sie las ein Buch. Und sie las ein Buch. Prendre. Nehmen. Nehmen. Il prenait une cigarette. Er nahm eine Zigarette. Er nahm eine Zigarette. Elle prenait un morceau de chocolat. Sie nahm ein Stück Chocolade. Sie nahm ein Stück Chocolade. Alors qu'il était infidèle, elle était fidèle. Er war untreu, aber sie war treu. Er war untreu, aber sie war treu. Alors qu'il était paresseux, elle était diligente. Er war faul, aber sie war fleißig. Er war faul, aber sie war fleißig. Alors qu'il était pauvre, elle était riche. Er war arm, aber sie war reich. Er war arm, aber sie war reich. Il n'avait pas d'argent, mais au contraire des dettes. Er hatte kein geld sondern schulden er hatte kein geld sondern schulden il n'avait pas de chance mais au contraire de la malchance er hatte kein glück sondern pech er hatte kein glück sondern pech il n'avait pas de succès mais au contraire des échecs er hatte keinen erfolg sondern Misserfolg. Er hatte keinen Erfolg, sondern Misserfolg. Il n'était pas heureux, mais au contraire malheureux. Er war nicht zufrieden, sondern unzufrieden. Er war nicht zufrieden, sondern unzufrieden. Il n'était pas chanceux, mais au contraire malchanceux. Er war nicht glücklich, sondern unglücklich. Er war nicht glücklich, sondern unglücklich. Il n'était pas sympathique, mais au contraire antipathique. Er war nicht sympathisch, sondern unsympathisch. Er war nicht sympathisch, sondern unsympathisch. Tu devais appeler une ambulance. Musstest du einen Krankenwagen rufen? Musstest du einen Krankenwagen rufen? Tu devais appeler le Médecin? Musstest du den Arzt rufen? Musstest du den Arzt rufen? Tu devais appeler la Police? Musstest du die Polizei rufen? Musstest du die Polizei rufen? Avez-vous le numéro de téléphone? Je l'avais à l'instant. Haben Sie die Telefonnummer? Gerade hatte ich sie noch. Haben Sie die Telefonnummer? Gerade hatte ich sie noch. Avez-vous l'adresse? Je l'avais à l'instant. Haben Sie die Adresse? Gerade hatte ich sie noch. Haben Sie die Adresse? Gerade hatte ich sie noch. Avez-vous le plan de la ville? Je l'avais à l'instant. Haben Sie den Stadtplan? Gerade hatte ich ihn noch. Haben Sie den Stadtplan? Gerade hatte ich ihn noch. Venait-il à l'heure? Il ne pouvait pas venir à l'heure. Kam er pünktlich? Er konnte nicht pünktlich kommen. Kam er pünktlich? Er konnte nicht pünktlich kommen trouvait-il le chemin il ne pouvait pas trouver le chemin den weg er konnte den weg nicht finden fande den weg er konnte den weg nicht finden te comprenait-il il ne pouvait pas me comprendre verstand er dich er konnte mich nicht verstehen verstand er dich er konnte mich nicht verstehen Pourquoi ne pouvais-tu pas venir à l'heure? Warum konntest du nicht pünktlich kommen? Warum konntest du nicht pünktlich kommen? Pourquoi ne pouvais-tu pas trouver le chemin? Warum konntest du den Weg nicht finden? Warum konntest du den Weg nicht finden? Pourquoi ne pouvais-tu pas le comprendre? Warum konntest du ihn nicht verstehen? Warum konntest du ihn nicht verstehen? Je ne pouvais pas être à l'heure parce qu'aucun bus ne circulait. Ich konnte nicht pünktlich kommen, weil kein Bus fuhr. Ich konnte nicht pünktlich kommen, weil kein Bus fuhr. Je ne pouvais pas trouver le chemin parce que je n'avais pas de plan de ville. Ich konnte den Weg nicht finden, weil ich keinen Stadtplan hatte. Ich konnte den Weg nicht finden, weil ich keinen Stadtplan hatte. Je ne pouvais pas le comprendre parce que la musique était trop forte. Ich konnte ihn nicht verstehen, weil die Musik so laut war. Ich konnte ihn nicht verstehen, weil die Musik so laut war. Je devais prendre un taxi. Ich musste ein Taxi nehmen. Ich musste ein Taxi nehmen. Je devais acheter un plan de ville. Ich musste einen Stadtplan kaufen. Ich musste einen Stadtplan kaufen. Je devais éteindre la radio. Ich musste das Radio ausschalten. Ich musste das Radio ausschalten. Telefonieren. Telefonieren. Jetelefonie. Ich habe telefoniert. Ich habe telefoniert. tout le temps. Ich habe die ganze Zeit telefoniert. Ich habe die ganze Zeit telefoniert. Demandez. Fragen. Fragen. J'ai demandé. Ich habe gefragt. Ich habe gefragt. J'ai toujours demandé. Ich habe immer gefragt. Ich habe immer gefragt. Racontez. erzählen erzählen j'ai raconté ich habe erzählt ich habe erzählt j'ai raconté toute l'histoire ich habe die ganze geschichte erzählt ich habe die ganze geschichte erzählt étudie Lernen. Lernen. J'ai étudié. Ich habe gelernt. Ich habe gelernt. J'ai étudié toute la soirée. Ich habe den ganzen Abend gelernt. Ich habe den ganzen Abend gelernt. Travailler arbeiten arbeiten j'ai travaillé ich habe gearbeitet ich habe gearbeitet j'ai travaillé toute la journée ich habe den ganzen tag gearbeitet ich habe den ganzen tag gearbeitet manger essen essen j'ai mangé ich habe gegessen ich habe gegessen j'ai mangé tout le repas ich habe das ganze essen gegessen ich habe das ganze essen gegessen Lier. lesen lesen j'ai lu ich habe gelesen ich habe gelesen j'ai lu tout le roman ich habe den ganzen roman gelesen ich habe den ganzen roman gelesen comprendre verstehen verstehen Compris. Ich habe verstanden. Ich habe verstanden. compris texte. Ich habe den ganzen Text verstanden. Ich habe den ganzen Text verstanden. Répondre. Antworten. Antworten répondu. Ich habe geantwortet. Ich habe geantwortet. J'ai répondu à toutes les questions. Ich habe auf alle Fragen geantwortet. Ich habe auf alle Fragen geantwortet. Je le sais. Moi, je l'ai su. Ich weiß das, ich habe das gewusst. Ich weiß das, ich habe das gewusst. Je l'ai écrit. Moi je l'ai écrit. Ich schreibe das, ich habe das geschrieben. Ich schreibe das, ich habe das geschrieben. Je l'entends. Moi je l'ai entendu. Ich höre das, ich habe das gehört. Ich höre das, ich habe das gehört. Je vais le chercher. Moi je suis allé le chercher. Ich hole das, ich habe das geholt. Ich hole das, ich habe das geholt. Je l'apporte. Moi je l'ai apporté. Ich bringe das, ich habe das gebracht. Ich bringe das, ich habe das gebracht. Je l'achète. Moi, je ich kaufe das, ich habe das gekauft. Ich kaufe das, ich habe das gekauft. Je l'attends. Moi je l'ai attendu. Ich erwarte das, ich habe das erwartet. Ich erwarte das, ich habe das erwartet. Je l'explique. Moi je l'ai expliqué ich erkläre das ich habe das erklärt ich erkläre das ich habe das erklärt je le connais moins je l'ai connu ich kenne das ich habe das gekannt ich kenne das ich habe das gekannt combien en avez-vous bu wie viel haben sie getrunken wie viel haben Sie getrunken? Combien d'heures avez-vous travaillé? Wie viel haben Sie gearbeitet? Wie viel haben Sie gearbeitet? Avez-vous beaucoup écrit? Wie viel haben Sie geschrieben? Wie viel haben Sie geschrieben? Comment avez-vous dormi? Wie haben Sie geschlafen? Wie haben Sie geschlafen? Comment passé Wie haben Sie die Prüfung gestanden? Wie haben Sie die Prüfung gestanden? Comment trouvé le chemin? Wie haben Sie den Weg gefunden? Wie haben Sie den Weg gefunden? Avec qui avez vous parlé? Mit wem haben Sie gesprochen? Mit wem haben Sie gesprochen? Avec qui avez vous pris un rendez-vous? Mit wem haben Sie sich verabredet? Mit wem haben Sie sich verabredet? Avec qui avez vous fêté votre anniversaire? Mit wem haben Sie Geburtstag gefeiert? Mit wem haben Sie Geburtstag gefeiert? Où êtes-vous allé? Wo sind Sie gewesen? Wo sind Sie gewesen? Où avez-vous habité? Wo haben Sie gewohnt? Wo haben Sie gewohnt? Où avez-vous travaillé? Wo haben Sie gearbeitet? Wo haben Sie gearbeitet? Qu'avez-vous recommandé? Was haben Sie empfohlen? Was haben Sie empfohlen? Qu'avez-vous mangé? Was haben Sie gegessen? Was haben Sie gegessen? Qu'avez-vous appris? Was haben Sie erfahren? Was haben Sie erfahren? A quelle vitesse avez-vous conduit? Wie schnell sind Sie gefahren? Wie schnell sind Sie gefahren? Combien de temps avez-vous volé? Wie lange sind Sie geflogen? Wie lange sind Sie geflogen? A quelle hauteur avez-vous sauté? Wie hoch sind Sie gesprungen? Wie hoch sind sie gesprungen? Quelle Krawatte Welche Krawatte hast du getragen? Welche Krawatte hast du getragen? Quelle voiture hast du Welches Auto hast du gekauft? Welches Auto hast du gekauft? A quel journal t'es-tu abonné? Welche Zeitung hast du abonniert? Welche Zeitung hast du abonniert? Qui avez-vous vu? Wen haben Sie gesehen? Wen haben Sie gesehen? Qui avez-vous rencontré? Wen haben Sie getroffen? Wen haben Sie getroffen? Qui avez-vous reconnu? Wen haben Sie erkannt? Wen haben Sie erkannt? Quand vous êtes-vous levé? Wann sind Sie aufgestanden? Wann sind Sie aufgestanden? Quand avez-vous commencé? Wann haben Sie begonnen? Wann haben Sie begonnen? Quand avez-vous arrêté? Wann haben Sie aufgehört? Wann haben Sie aufgehört? Pourquoi vous êtes-vous réveillé? Warum sind Sie aufgewacht? Warum sind Sie aufgewacht? Pourquoi êtes-vous devenu instituteur? Warum sind Sie Lehrer geworden? Warum sind Sie Lehrer geworden? Pourquoi avez-vous pris ein Taxi? Warum haben Sie ein Taxi genommen? Warum haben Sie ein Taxi genommen? Venu? Woher sind Sie gekommen? Woher sind Sie gekommen? Wo vous Wohin sind Sie gegangen? Wohin sind Sie gegangen? Wo été? sind Sie gewesen? Wo sind Sie gewesen? Qui a tu aidé? Wem hast du geholfen? Wem hast du geholfen? A qui as-tu écrit? Wem hast du geschrieben? Wem hast du geschrieben? A qui as-tu répondu? Wem hast du geantwortet? Wem hast du geantwortet? Nous devions arroser les fleurs. Wir mussten die Blumen gießen. Wir mussten die Blumen gießen. Nous devions ranger l'appartement. Wir mussten die Wohnung aufräumen. Wir mussten die Wohnung aufräumen. Nous devions laver la vaisselle. Wir mussten das Geschirr spülen. Wir mussten das Geschirr spülen. Vous deviez payer la facture. Musstet ihr die Rechnung bezahlen? Musstet ihr die Rechnung bezahlen? Vous devier payer l'entrée? Musste ihr Eintritt bezahlen? Musste ihr Eintritt bezahlen? Vous deviez payer l'amende? Musstet ihr eine Strafe bezahlen? Musstet ihr eine Strafe bezahlen? Qui devait dire adieu. Wer musste sich verabschieden? Wer musste sich verabschieden? Qui devait aller à la maison de bonheur? Wer musste früh nach Hause gehen? Wer musste früh nach Hause gehen? Qui devait prendre le train? Wer musste den Zug nehmen? Wir musste den Zug nehmen. Nous ne voulions pas rester longtemps. Wir wollten nicht lange bleiben. Wir wollten nicht lange bleiben. Nous ne voulions rien boire. Wir wollten nichts trinken. Wir wollten nichts trinken. Nous ne voulions pas déranger. Wir wollten nicht stören. Wir wollten nicht stören. Je voulais juste téléphoner. Ich wollte eben telefonieren. Ich wollte eben telefonieren. Je voulais commander un Taxi. Ich wollte ein Taxi bestellen. Ich wollte ein Taxi bestellen. En fait, je voulais rentrer à la maison. Ich wollte nämlich nach Haus fahren. Ich wollte nämlich nach Haus fahren. Je pensais que tu voulais appeler ta femme. Ich dachte, du wolltest deine Frau anrufen. Ich dachte, du wolltest deine Frau anrufen. Je pensais que tu voulais appeler les renseignements. Ich dachte, du wolltest die Auskunft anrufen. Ich dachte, du wolltest die Auskunft anrufen. Je pensais que tu voulais commander une pizza. Ich dachte, du wolltest eine Pizza bestellen. Ich dachte, du wolltest eine Pizza bestellen. Mon fils ne voulait pas jouer à la poupée. Mein Sohn wollte nicht mit der Puppe spielen. wollte nicht mit der Puppe spielen. Ma fille ne voulait pas jouer au football. Meine Tochter wollte nicht Fußball spielen. Meine Tochter wollte nicht Fußball spielen. Ma femme ne voulait pas jouer avec moi aux échecs. Meine Frau wollte nicht mit mir Schach spielen. Meine Frau wollte nicht mit mir Schach spielen. Mes enfants ne voulaient pas faire de promenade. Meine Kinder wollten keinen Spaziergang machen. Meine Kinder wollten keinen Spaziergang machen. Il ne voulait pas ranger la chambre. Sie wollten nicht das Zimmer aufräumen. Sie wollten nicht das Zimmer aufräumen. Il ne voulait pas aller au lit. Sie wollten nicht ins Bett gehen. Sie wollten nicht ins Bett gehen. Il n'avait pas le droit de manger de glace. Er durfte kein Eis essen. Er durfte kein Eis essen. Il n'avait pas le droit de manger de chocolat. Er durfte keine Schokolade essen. Er durfte keine Schokolade essen. Il n'avait pas le droit de manger de bonbons. Er durfte keine Bonbons essen. Er durfte keine Bonbons essen. Je pouvais me souhaiter quelque chose. Ich durfte mir etwas wünschen. Ich durfte mir etwas wünschen. Je pouvais acheter une robe. Ich durfte mir ein Kleid kaufen. Ich durfte mir ein Kleid kaufen. Je pouvais prendre un praliné. Ich durfte mir eine Praline nehmen. Ich durfte mir eine Praline nehmen. Est-ce que tu pouvais fumer dans l'avion? Durftest du im Flugzeug rauchen? Durftest du im Flugzeug rauchen? Est-ce que tu pouvais boire de la bière à l'hôpital? Durftest du im Krankenhaus Bier trinken? Durftest du im Krankenhaus Bier trinken? Est-ce que tu pouvais amener le chien à l'hôtel? Durftest du den Hund ins Hotel mitnehmen? Durftest du den Hund ins Hotel mitnehmen? Pendant les vacances, les enfants avaient la permission de rester longtemps dehors. In den Ferien durften die Kinder lange draußen bleiben. In den Ferien durften die Kinder lange draußen bleiben. Ils avaient la permission de jouer longtemps dans la cour. Sie dürften lange im Hof spielen. Sie dürften lange im Hof spielen. Ils avaient la permission de veiller tard. Sie dürften lange aufbleiben. Sie dürften lange aufbleiben. Tu es trop paresseux, ne sois pas si paresseux. Du bist zu faul, sei doch nicht zu faul. Du bist zu faul. Sei doch nicht zu faul. Du dors trop longtemps. Ne dors pas si longtemps. Du schläfst so lang. Schlaf doch nicht so lang. Du schläfst so lang. Schlaf doch nicht so lang. Tu viens trop tard. Ne viens pas si tard. Du kommst zu spät. Komm doch nicht zu spät. Du kommst zu spät. Komm doch nicht zu spät. Tu ris trop fort, ne ris pas si fort. Du lachst so laut, lach doch nicht so laut. Du lachst so laut, lach doch nicht so laut. Tu parles trop doucement, ne parle pas si doucement. Du sprichst zu so leise, sprich doch nicht so leise. Du sprichst zu so leise, Sprich doch nicht so leise. Tu bois trop, ne bois donc pas autant. Du trinkst zu viel, trink doch nicht zu so viel. Du trinkst zu viel, trink doch nicht zu so viel. Tu fumes trop, ne donc pas autant. Du rauchst zu viel, rauch doch nicht zu so viel. Du rauchst zu viel, rauch doch nicht zu so viel. Travail trop, ne travaille donc pas autant. Du arbeitest zu viel, arbeite doch nicht zu viel. Du arbeitest zu viel, arbeite doch nicht zu viel. Tu conduis trop vite, ne conduis donc pas si vite. Du fährst zu schnell, fahr doch nicht zu schnell. Du fährst zu schnell, fahr doch nicht zu schnell. Levez-vous, monsieur Müller. Stehen Sie auf, Herr Müller. Stehen Sie auf, Herr Müller. Asseyez-vous, monsieur Müller. Setzen Sie sich, Herr Müller. Setzen Sie sich, Herr Müller. Restez assis, monsieur Müller. Bleiben Sie sitzen, Herr Müller. Bleiben Sie sitzen, Herr Müller. Ayez de la Patience. Haben Sie Geduld. Haben Sie Geduld. Prenez votre temps. Nehmen Sie sich Zeit. Nehmen Sie sich Zeit. Attendez un Moment. Warten Sie einen Moment. Warten Sie einen Moment. Soyez prudent. Seien Sie vorsichtig. Seien Sie vorsichtig. Soyez à l'heure. Seien Sie pünktlich. Seien Sie pünktlich. Ne soyez pas bête. Seien Sie nicht dumm. Seien Sie nicht dumm. Rase toi. Rasier dich. Rasier dich. Lave toi. Wasch dich. Wasch dich. Coiffe toi. Kämm dich. Kämm dich. Appelle. Appli. Ruf an, rufen Sie an. Ruf an, rufen Sie an. Kommence, Kommence. Fang an, fangen Sie an. Fang an, fangen Sie an. Arrête, Arrête. Hör auf, hören Sie auf. Hör auf. Hören Sie auf. Laisse ça. Laissez ça. Lass das. Lassen Sie das. Lass das. Lassen Sie das. Dis ça. Dites ça. Sag das. Sagen Sie das. Sagt das. Sagen Sie das. Achète ça. Achetez ça. Kauft Koff das. Kaufen Sie das. Kauft Koff das. Kaufen Sie das. Ne sois jamais malhonnête. Seien ihr unehrlich. Seien ihr unehrlich. Ne sois jamais insolent. Seien fraîche. frech. Seien ihr frech. Ne sois jamais impoli. Sei nier unhöflich. Sei nie unhöflich. Sois toujours honnête. Sei immer ehrlich. Sei immer ehrlich. Sois toujours gentil. Ça immer nett. Sei immer net. sois toujours poli. sei immer höflich. sei mal höflich. rentrez bien chez vous. kommen sie gut nach haus. kommen sie gut nach haus. faites bien attention à vous. passen sie gut auf sich auf. passen sie gut auf sich auf. Revenez vite nous voir. Besuchen Sie uns bald wieder. Besuchen Sie uns bald wieder. Le temps sera probablement meilleur demain. Das Wetter wird vielleicht morgen besser. Das Wetter wird vielleicht morgen besser. D'où le savez-vous? Woher wissen Sie das? Woher wissen Sie das? J'espère qu'il sera meilleur. Ich hoffe, dass es besser wird. Ich hoffe, dass es besser wird. Il viendra certainement. Er kommt ganz bestimmt. Er kommt ganz bestimmt. Est-ce que c'est sûr? Ist das sicher? Ist das sicher? Je sais qu'il viendra. Ich weiß, dass er kommt. Ich weiß, dass er kommt. Il appellera certainement. Er ruft bestimmt an. Er ruft bestimmt an. Vraiment? Wirklich? Wirklich? Je crois qu'il appellera. Ich glaube, dass er anruft. Ich glaube, dass er anruft. Le vin est probablement vieux. Der Wein ist sicher alt. Der Wein ist sicher alt. En êtes-vous certain? Wissen Sie das genau? Wissen Sie das genau? Je suppose qu'il est vieux. Ich vermute, dass er alt ist. Ich vermute, dass er alt ist. Notre Chef est beau. Unser Chef sieht gut aus. Unser Chef sieht gut aus. Vous trouvez? Finden Sie? Finden Sie? Je trouve même qu'il est très beau. Ich finde, dass er sogar sehr gut aussieht. Ich finde, dass er sogar sehr gut aussieht. Le Chef a certainement une amie. Der Chef hat bestimmt eine Freundin. Der Chef hat bestimmt eine Freundin. Le croyez-vous vraiment? Glauben Sie wirklich? Glauben Sie wirklich? C'est bien possible qu'il ait une amie. Es ist gut möglich, dass er eine Freundin hat. Es ist gut möglich, dass er eine Freundin hat. Cela me fâche que tu ronfles. Es ärgert mich dass du schnarchst Es ärgert mich, dass du schnarchst Cela me fâche que tu boives autant de bière Es ärgert mich, dass du so viel Bier trinkst Es ärgert mich, dass du so viel Bier trinkst Cela me fâche que tu arrives si tard Es ärgert mich, dass du so spät kommst es ärgert mich, dass du so spät kommst. Je crois a besoin d médecin. Ich glaube, dass er einen Arzt braucht. Ich glaube, dass er einen Arzt braucht. Je crois est ich glaube, dass er krank ist. Ich glaube, dass er krank ist. Je crois qu'il est en train de dormir. Ich glaube, dass er jetzt schläft. Ich glaube, dass er jetzt schläft. Nous espérons que notre fille se mariera. Wir hoffen, dass er unsere Tochter heiratet. Wir hoffen, dass er unsere Tochter heiratet. Nous espérons qu'il a beaucoup d'argent. Wir hoffen, dass er viel Geld hat. Wir hoffen, dass er viel Geld hat. Nous espérons qu'il est millionnaire. Wir hoffen, dass er Millionär ist. Wir hoffen, dass er Millionär ist. J'ai entendu que ta femme avait eu un accident. Ich habe gehört, dass deine Frau einen Unfall hatte. Ich habe gehört, dass deine Frau einen Unfall hatte. J'ai entendu qu'elle est à l'hôpital. Ich habe gehört, dass sie im Krankenhaus liegt. Ich habe gehört, dass sie im Krankenhaus liegt. J'ai entendu que ta voiture est complètement détruite. Ich habe gehört, dass dein Auto total kaputt ist. Ich habe gehört, dass dein Auto total kaputt ist. Je me réjouis que vous soyez venu. Es freut mich, dass Sie gekommen sind. Es freut mich, dass Sie gekommen sind. Je me réjouis que vous soyez interessé. Es freut mich, dass Sie Interesse haben. Es freut mich, dass Sie Interesse haben. Je me réjouis que vous vouliez acheter la maison. Es freut mich, dass Sie das Haus kaufen wollen. Es freut mich, dass Sie das Haus kaufen wollen. Je crains que le dernier bus ne soit déjà parti. Ich fürchte, dass der letzte Bus schon weg ist. Ich fürchte, dass der letzte Bus schon weg ist. Je crains que nous ne puissions prendre un taxi. Ich fürchte, dass wir ein Taxi nehmen müssen. Ich fürchte, dass wir ein Taxi nehmen müssen. Je crains de ne pas avoir d'argent sur moi. Ich fürchte, dass ich kein Geld bei mir habe. Ich fürchte, dass ich kein Geld bei mir habe. Je ne sais pas s'il m'aime. Ich weiß nicht, ob er mich liebt. Ich weiß nicht, ob er mich liebt. Je ne sais pas s'il va revenir. Ich weiß nicht, ob er zurückkommt. Ich weiß nicht, ob er zurückkommt. Je ne sais pas s'il va m'appeler. Ich weiß nicht. Ob er mich anruft. Ich weiß nicht, ob er mich anruft. il même? Ob er mich wohl lebt? Ob er mich wohl lebt? Et il revient? Ob er wohl zurückkommt? Ob er wohl zurückkommt? m'appelle? Ob er mich wohl anruft? Ob er mich wohl anruft? Je me demande s'il pense à moi. Ich frage mich, ob er an mich denkt. Ich frage mich, ob er an mich denkt. Je me demande s'il en a une autre. Ich frage mich, ob er eine andere hat. Ich frage mich, ob er eine andere hat. Je me demande s'il man. Ich frage mich, ob er lügt. Ich frage mich, ob er lügt. Et s'il pense à moi? Ob er wohl an mich denkt? Ob er wohl an mich denkt? Et s'il en a une autre? ob er wohl eine andere hat ob er wohl eine andere hat s'il dit la vérité ob er wohl die wahrheit sagt ob er wohl die wahrheit sagt je doute qu'il m'aime vraiment ich zweifle ob er mich wirklich mag ich zweifle ob er mich wirklich mag Je doute qu'il m'écrive. Ich zweifle, ob er mir schreibt. Ich zweifle, ob er mir schreibt. Je doute ich zweifle, ob er mich heiratet. Ich zweifle, ob er mich heiratet. Ob er mich wohl wirklich mag? Ob er mich wohl wirklich mag? Ist il m'écrit? Ob er mir wohl schreibt? Ob er mir wohl schreibt? Et il m'épouse? Ob er mich wohl heiratet? Ob er mich wohl heiratet? Attends que la pluie cesse. Warte, bis der Regen aufhört. Warte, bis der Regen aufhört. Attends, que je termine. Warte, bis ich fertig bin. Warte, bis ich fertig bin. Attends, qu'il revienne. Warte, bis er zurückkommt. Warte, bis er zurückkommt. J'attends, que mes cheveux sèchent ich warte bis meine haare trocken sind. ich warte bis meine haare trocken sind. j'attends que le film soit fini. ich warte bis der film zu ende ist. ich warte bis der film zu ende ist. j'attends que les feux soient ouverts. ich warte bis die ampel grün ist. Ich warte bis die Ampel grün ist Quand pars-tu en congé Wann fährst du in Urlaub Wann fährst du in Urlaub Avant les vacances d'été Noch vor den Sommerferien Noch vor den Sommerferien Oui, avant que les vacances d'été ne commencent Ja, noch bevor die Sommerferien beginnen. Ja, noch bevor die Sommerferien beginnen. Répare le toit avant que l'hiver ne commence. Repariere das Dach, bevor der Winter beginnt. Repariere das Dach, bevor der Winter beginnt. Lave tes mains avant de t'asseoir à table. Wasch deine Hände, bevor du dich an den Tisch setzt. Wasch deine Hände, bevor du dich an den Tisch setzt. Ferme la fenêtre avant de sortir. Schließ das Fenster, bevor du rausgehst. Schließ das Fenster, bevor du rausgehst. Quand viens-tu à la maison? Wann kommst du nach Hause? Wann kommst du nach Hause? Après le cours? Nach dem Unterricht? Nach dem Unterricht? Oui, après que le cours est terminé. Ja, nachdem der Unterricht aus ist. Ja, nachdem der Unterricht aus ist. Après avoir eu un accident, Il ne pouvait plus travailler nachdem er einen unfall hatte konnte er nicht mehr arbeiten nachdem er einen unfall hatte konnte er nicht mehr arbeiten après avoir perdu son travail il est allé en amerika. nachdem er die arbeit verloren hatte ist er nach amerika gegangen nachdem er die arbeit verloren hatte ist er nach Amerika gegangen? Après être allé en Amerika, il est devenu riche. Nachdem er nach Amerika gegangen war, ist er reich geworden. Nachdem er nach Amerika gegangen war, ist er reich geworden. Depuis quand ne travaille-t-elle plus? Seit wann arbeitet sie nicht mehr? Seit wann arbeitet sie nicht mehr? Depuis son Mariage? Seit ihrer Heirat? Seit ihrer Heirat? Oui, elle ne travaille plus depuis qu'elle s'est mariée. Ja, sie arbeitet nicht mehr, seitdem sie geheiratet hat. Ja, sie arbeitet nicht mehr, seitdem sie geheiratet hat. Depuis qu'elle s'est mariée, elle ne travaille plus. Seitdem sie geheiratet hat, arbeitet sie nicht mehr. Seitdem sie geheiratet hat, arbeitet sie nicht mehr. Depuis qu'ils se connaissent, ils sont heureux. Seitdem sie sich kennen, sind sie glücklich. Seitdem sie sich kennen, sind sie glücklich. Depuis qu'ils ont des enfants, ils sortent rarement. Seitdem sie Kinder haben, gehen sie selten aus. Seitdem sie Kinder haben, gehen sie selten aus. Quand téléphone-t-elle? Wann telefoniert sie? Wann telefoniert sie? Pendant le trajet Während der Fahrt Während der Fahrt Oui, en conduisant. Ja, während sie Auto fährt. Ja, während sie Auto fährt. Elle téléphone en conduisant. Sie telefoniert, während sie Auto fährt. Sie telefoniert, während sie Auto fährt. Elle regarde la télévision en repassant. Sie sieht fern, während sie bügelt. Sie sieht fern, während sie bügelt. Elle écoute de la musique en faisant ses devoirs. Sie hört Musik, während sie ihre Aufgaben macht. Sie hört Musik, während sie ihre Aufgaben macht. Je ne vois rien lorsque je n'ai pas de lunettes. ich sehe nichts wenn ich keine brille habe. ich sehe nichts wenn ich keine brille habe. je ne comprends rien quand la musique est trop forte. ich verstehe nichts wenn die musik so laut ist. ich verstehe nichts wenn die musik so laut ist. Je ne sens rien lorsque j'ai un rhume. Ich riechen nichts, wenn ich Schnupfen habe. Ich riechen nichts, wenn ich Schnupfen habe. Nous prendrons un taxi s'il pleut. Wir nehmen ein Taxi, wenn es regnet. Wir nehmen ein Taxi, wenn es regnet. Nous ferons le tour du monde si nous gagnons à la loterie. Wir reisen um die Welt, wenn wir im Lotto gewinnen. Wir reisen um die Welt, wenn wir im Lotto gewinnen. Nous commencerons le repas s'il n'arrive pas bientôt. Wir fangen mit dem Essen an, wenn er nicht bald kommt. Wir fangen mit dem Essen an, wenn er nicht bald kommt. Je me lève dès que le Réveil sonne. Ich stehe auf, sobald der Wecker klingelt. Ich stehe auf, sobald der Wecker klingelt. Je me fatigue dès que je dois étudier. Ich werde müde, sobald ich lernen soll. Ich werde müde, sobald ich lernen soll. J'arrêterai le travail dès que j'aurai 60 ans. Ich höre auf zu arbeiten. Sobald ich 60 bin. Ich höre auf zu arbeiten. Sobald ich 60 bin. Quand appellerez-vous? Wann rufen Sie an? Wann rufen Sie an? Dès que le temps. Sobald ich einen Moment Zeit habe. Sobald ich einen Moment Zeit habe. Il appelle dès qu'il a le temps. Er ruft an, sobald er etwas Zeit hat. Er ruft an, sobald er etwas Zeit hat. Combien de temps travaillerez-vous? Wie lange werden Sie arbeiten? Wie lange werden Sie arbeiten? Je travaillerai aussi longtemps que je le peux. Ich werde arbeiten, solange ich kann. Ich werde arbeiten, solange ich kann. Je travaillerai aussi longtemps que je serai en bonne santé. Ich werde arbeiten, solange ich gesund bin. Ich werde arbeiten, solange ich gesund bin. Il reste au lit au lieu de travailler. Er liegt im B. Anstatt dass er arbeitet. Er liegt im B, anstatt dass er arbeitet. Elle lit le journal au lieu de faire la cuisine. Sie liest die Zeitung, anstatt dass sie kocht. Sie liest die Zeitung, anstatt dass sie kocht. Il est assis au bistro au lieu d'aller à la maison. Er sitzt in der Kneipe anstatt dass er nach Hause geht. Er sitzt in der Kneipe, anstatt dass er nach Hause geht. Soweit ich weiß, wohnt er hier. Soweit ich weiß, wohnt er hier. Soweit ich weiß, wohnt er hier. Soweit ich weiß ist seine Frau krank. Soweit ich weiß, ist seine Frau krank. Autant que je le sache, il est au chômage. Soweit ich weiß, ist er arbeitslos. Soweit ich weiß, ist er arbeitslos. Si je ne m'étais pas endormi, j'aurais été à l'heure. Ich hatte verschlafen, sonst wäre ich pünktlich gewesen. Ich hatte verschlafen, sonst wäre ich pünktlich gewesen. Si je n'avais pas manqué le bus, j'aurais été à l'heure. Ich hatte den Bus verpasst, sonst wäre ich pünktlich gewesen. Ich hatte den Bus verpasst, sonst wäre ich pünktlich gewesen. Si je ne m'étais pas perdu, j'aurais été à l'heure. Ich hatte den Weg nicht gefunden. Sonst wäre ich pünktlich gewesen. Ich hatte den Weg nicht gefunden. Sonst wäre ich pünktlich gewesen. Il s'est endormi, quoique la télévision ait été allumée. Er ist eingeschlafen, obwohl der Fernseher an war. Er ist eingeschlafen, obwohl der Fernseher an war. Il est encore resté coquille, il était déjà tard. Er ist noch geblieben, obwohl es schon spät war. Er ist noch geblieben, obwohl es schon spät war. Il n'est pas venu quoique nous nous soyons donné rendez-vous. Er ist nicht gekommen, obwohl wir uns verabredet hatten. Er ist nicht gekommen, obwohl wir uns verabredet hatten. La télévision était allumée. Malgré tout, il s'est endormi. Der Fernseher war an. Trotzdem ist er eingeschlafen. Der Fernseher war an. Trotzdem ist er eingeschlafen. Il était déjà tard. Malgré tout, il est encore resté. Es war schon spät. Trotzdem ist er noch geblieben. Es war schon spät. Trotzdem ist er noch geblieben. Nous nous étions donné rendez-vous malgré tout, il n'est pas venu. wir hatten uns verabredet, trotzdem ist er nicht gekommen. wir hatten uns verabredet, trotzdem ist er nicht gekommen. quoiqu'il n'ait pas de permis de conduire, il va en voiture. obwohl er keinen führerschein hat, fährt er auto. obwohl er keinen führerschein hat, fährt er auto. Quoique la route soit vert glacée, il roule vite. Obwohl die Straße glatt ist, fährt er schnell. Obwohl die Straße glatt ist, fährt er schnell. Coquille soit ivre, il fait de la bicyclette. Obwohl er betrunken ist, fährt er mit dem Rad. Obwohl er betrunken ist, fährt er mit dem Rad. Il n'a pas de permis de conduire. Malgré tout, il va en voiture. Er hat keinen Führerschein. Trotzdem fährt er auto. Er hat keinen Führerschein. Trotzdem fährt er auto. La route est verglacée. Malgré tout, il roule vite. Die Straße ist glatt. Trotzdem fährt er so schnell. Die Straße ist glatt. Trotzdem fährt er so schnell. Il est ivre. Malgré tout, il fait de la bicyclette. Er ist betrunken. Trotzdem fährt er mit dem Rad. Er ist betrunken. Trotzdem fährt er mit dem Rad. Elle ne trouve aucun emploi, quoiqu'elle ait fait des études. Sie findet keine Stelle, obwohl sie studiert hat. Sie findet keine Stelle, obwohl sie studiert hat. Elle ne va pas chez le médecin qu'elle souffre. Sie geht nicht zum Arzt, obwohl sie Schmerzen hat. Sie geht nicht zum Arzt, obwohl sie Schmerzen hat. Elle achète une voiture qu qu'elle n'est pas d'argent. Sie kauft ein Auto, obwohl sie kein Geld hat. Sie kauft ein Auto, obwohl sie kein Geld hat. Elle a fait des études. Malgré tout, elle n'a pas trouvé d'emploi. Sie hat studiert. Trotzdem findet sie keine Stelle. Sie hat studiert. Trotzdem findet sie keine Stelle. Elle souffre. Malgré tout, elle ne va pas chez le médecin. Sie hat Schmerzen. Trotzdem geht sie nicht zum Arzt. Sie hat Schmerzen. Trotzdem geht sie nicht zum Arzt. Elle n'a pas d'argent. Malgré tout, elle achète une voiture. Sie hat kein Geld. Trotzdem kauft sie ein Auto. Sie hat kein Geld. Trotzdem kauft sie ein Auto. Le voyage était certes beau, mais trop fatigant. Die Reise war zwar schön, aber zu anstrengend. Die Reise war zwar schön, aber zu anstrengend. Le train était certes à l'heure, mais complet. Der Zug war zwar pünktlich, aber zu voll. Der Zug war zwar pünktlich, aber zu voll. L'hôtel était certes agréable, mais trop cher. Das Hotel war zwar gemütlich, aber zu teuer. Das Hotel war zwar gemütlich, aber zu teuer. Il prend soit le bus, soit le train. Er nimmt entweder den Bus oder den Zug. Er nimmt entweder den Bus oder den Zug. Il vient soit ce soir, soit demain matin. Er kommt entweder heute Abend oder morgen früh. Er kommt entweder heute Abend oder morgen früh. Il loge soit chez nous soit à l'hôtel. Er wohnt entweder bei uns oder im Hotel. Er wohnt entweder bei uns oder im Hotel. Elle parle non seulement l'espagnol mais aussi l'anglais. Sie spricht sowohl Spanisch als auch Englisch. Sie spricht sowohl Spanisch als auch Englisch. Elle a vécu non seulement à Madrid, mais aussi à Londres. Sie hat sowohl in Madrid als auch in London gelebt. Sie hat sowohl in Madrid als auch in London gelebt. Elle connaît non seulement l'Espagne, mais aussi l'Angleterre. Sie kennt sowohl Spanien als auch England. Sie kennt sowohl Spanien als auch England. Il est non seulement bête, mais aussi paresseux. Er ist nicht nur dumm, sondern auch faul. Er ist nicht nur dumm, sondern auch faul. Elle est non seulement jolie, mais aussi intelligente. Sie ist nicht nur hübsch, sondern auch intelligent. Sie ist nicht nur hübsch, sondern auch intelligent. Elle parle non seulement l'allemand, mais aussi le français. Sie spricht nicht nur Deutsch, sondern auch Französisch. Sie spricht nicht nur Deutsch, sondern auch Französisch. Je ne sais jouer ni du piano ni de la guitare. Ich kann weder Klavier noch Gitarre spielen ich kann weder klavier noch gitarre spielen. je ne sais danser ni la valse ni la samba. ich kann weder walzer noch samba tanzen. ich kann weder walzer noch samba tanzen. je n'aime ni l'opéra ni le ballet. ich mag weder oper noch ballett. ich mag weder oper noch ballett. Plus tu travailles vite, plus tôt tu auras terminé. Je schneller du arbeitest, desto früher bist du fertig. Je schneller du arbeitest, desto früher bist du fertig. Plutôt tu viens, plus tôt tu seras parti. Je früher du kommst, desto früher kannst du gehen. Je früher du kommst, desto früher kannst du gehen. Plus on vieillit, plus on aime se mettre à l'aise. Je älter man wird, desto bequemer wird man. Je älter man wird, desto bequemer wird man. Le chat de mon ami. Die Katze meiner Freundin. Die Katze meiner Freundin. Le chien de mon ami. Der Hund meines Freundes. Der Hund meines Freundes. Les Jouets de mes enfants. Die Spielsachen meiner Kinder. Die Spielsachen meiner Kinder. C'est le Manteau de mon collègue. Das ist der Mantel meines Kollegen. Das ist der Mantel meines Kollegen. C'est la voiture de ma collègue. Das ist das Auto meiner Kollegin. Das ist das Auto meiner Kollegin. C'est le travail de mes collègues. Das ist die Arbeit meiner Kollegen. Das ist die Arbeit meiner Kollegen. Le bouton de la chemise est parti. Der Knopf von dem Hemd ist ab. Der Knopf von dem Hemd ist ab. La clé du garage n'est pas là. Der Schlüssel von der Garage ist weg. Der Schlüssel von der Garage ist weg. L'ordinateur du chef est cassé. Der Computer vom Chef ist kaputt. Der Computer vom Chef ist kaputt. Qui sont les parents de la jeune fille? Wer sind die Eltern des Mädchens? Wer sind die Eltern des Mädchens? Comment est-ce que j'arrive à la maison de ses parents? Wie komme ich zum Haus ihrer Eltern? Wie komme ich zum Haus ihrer Eltern? La Maison est située au bout de la rue. Das Haus steht am Ende der Straße. Das Haus steht am Ende der Straße. Comment s'appelle la capitale de la Suisse? Wie heißt die Hauptstadt von der Schweiz? Wie heißt die Hauptstadt von der Schweiz? Quel est le titre de ce livre? Wie heißt der Titel von dem Buch? Wie heißt der Titel von dem Buch? Comment s'appellent les enfants des voisins? Wie heißen die Kinder von den Nachbarn? Wie heißen die Kinder von den Nachbarn? À quelle date sont les vacances des enfants? Wann sind die Schulferien von den Kindern? Wann sind die Schulferien von den Kindern? Quelles sont les heures de consultation du médecin? Wann sind die Sprechzeiten von dem Arzt? Wann sind die Sprechzeiten von dem Arzt? Quelles sont les heures d'ouverture du Musée? Wann sind die Öffnungszeiten von dem Museum? Wann sind die Öffnungszeiten von dem Museum? Déjà, pas encore. Schon einmal, noch nie schon einmal, noch nie. Avez-vous déjà été à Berlin? Sind Sie schon einmal in Berlin gewesen? Sind Sie schon einmal in Berlin gewesen? Non, pas encore. Nein, noch nie. Nein, noch nie. Quelqu'un, personne. Jemand, niemand. Jemand, niemand. Connaissez-vous quelqu'un ici? Kennen Sie hier jemand? Kennen Sie hier jemand? Non, je ne connais personne ici. Nein, ich kenne hier niemand. Nein, ich kenne hier niemand. Encore ne plus. Noch nicht mehr. Noch nicht mehr. Restez-vous encore longtemps ici? Bleiben Sie noch lange hier? Bleiben Sie noch lange hier? Non, je ne reste plus longtemps ici. Nein, ich bleibe nicht mehr lange hier. Nein, ich bleibe nicht mehr lange hier. Encore quelque chose, plus rien. Noch etwas, nichts mehr. Noch etwas, nichts mehr. Voulez-vous encore boire quelque chose? Möchten Sie noch etwas trinken? Möchten Sie noch etwas trinken? Non. Je ne désire plus rien. Nein, ich möchte nichts mehr. Nein, ich möchte nichts mehr. Déjà quelque chose, encore rien. Schon etwas, noch nichts. Schon etwas, noch nichts. Avez-vous déjà mangé quelque chose? Haben Sie schon etwas gegessen? Haben Sie schon etwas gegessen? Non, je n'ai encore rien mangé. Nein, ich habe noch nichts gegessen. Nein, ich habe noch nichts gegessen. Encore quelqu'un, plus personne. Noch jemand, niemand mehr. Noch jemand, niemand mehr. Est-ce que quelqu'un voudrait encore un café? Möchte noch jemand einen café? Möchte noch jemand einen café? Non, plus personne. Nein, niemand mehr. Nein, niemand mehr. chaîne de youtube nouveau langage